So, wir schauen uns jetzt einmal die derzeitige Lage etwas genauer an. Und schon, wenn ich sage die derzeitige Lage, was ist die derzeitige Lage? Hier und jetzt. Es ist es hier und jetzt, was du jetzt erlebst. Du wirst dir irgendwann einmal klar machen müssen, und immer wenn ich du sage, darum fange ich wieder so an, ich erkläre es nur den Geist, der jetzt in diesem Moment sich dieses Video anschaut. Und dieses Video schaut sich nicht ein Gehirn an oder irgendwelche Augen an, sondern hinter diesem jetzt ausgedachten Gehirn, hinter dieser Person, hinter den Augen sitzt ein Geist und dieser Geist macht Wahrnehmungen. Und jetzt kommen diese einfachen Sätze bei Holofeeling, die hundertprozentig sicher sind. Und ich sage jetzt von vornherein, wenn du Holofeeling verstanden hast, du Geist, es zerstört alles an menschlichem Wissen, an Philosophie, an Naturwissenschaft, das du zurzeit in dir trägst. Dass du auch über dein jetzt ausgedachtes Internet immer wieder vervielfältigen kannst, in Variationen von Variationen, die muss irgendwann nochmal klar sein. Und ich sage, wenn du nur einen einzigen Satz von Holofeeling wirklich verstanden hast, der nicht diskutierbar ist, ich sage nochmal, die Leute wollen alle diskutieren. Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Das ist mein Dassenbeispiel. Ich behaupte, dass nichts und niemand in deiner Welt dieses Dassenbeispiel verstanden hat. Und ich werde dir auch sagen, wieso, weil du es noch nicht verstanden hast. Es erscheint dir unheimlich logisch, wenn ich jetzt sage, wir denken uns einen Tisch, ich fange noch mal kurz an. Weil es ist, geh einfach diese Gedankengänge mit, wir denken uns einen Tisch, um den Tisch sitzen jetzt Menschen. Und wir stellen in die Mitte, in den Tisch stellen wir eine Tasse rein. Und dann wird einer behaupten, das Ding hat den Henkel rechts, der andere behauptet, das Ding hat den Henkel links, in der Mitte oder gar keinen Henkel. Das ist ein ganz simples Beispiel. Das sind Perspektiven. Und der Kampf um einen Standpunkt, welche dieser Perspektiven in Bezug auf diese Tasse richtiger sind, ist eigentlich ein vollkommen geistloses Geschwätz. Und das ist genau die Welt, die du dir zurzeit ausdenkst. Setze für das Wort Tasse einfach das Wort Politik. Ist rechts links richtig oder ist links richtig? Es hängt davon ab, mit was für einem Wertesystem du das beurteilst. Ich könnte jetzt ganz einfach sagen, an welcher Perspektive du festhältst, die du dir übrigens nicht raussuchen konntest. Die Wirklichkeit funktioniert komplett anders. Das heißt, solange du dir noch den Kopf zerbrichst von Kategorie 1 und Kategorie 2 Fragen, die spreche ich jetzt nur an. Kategorie 1 Fragen sind jegliche Form von Fragen in Bezug auf Dinge, von denen du jetzt denkst, dass die unabhängig von dir da außen jetzt da sind oder in der Vergangenheit irgendwie oder wo waren. All diese Fragen, die sich in Bezug setzen zu irgendetwas Ausgedachten, gleichgültig, ob du dir das räumlich oder zeitlich irgendwo hindenkst, ob das so oder so war, werden dir niemals erklären, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Es ist Hirnwichserei. Geistlos nachgeäfftes Wissen. Du musst dich reduzieren auf eine Ebene der Erkenntnis, was bin ich selbst? Es geht um dieses Selberdenken. Sapere aude, Kant, wurde angesprochen. Bist du in der Lage, selbst zu denken? Dir muss irgendwann einmal klar sein, dass egal wen du mir bringst, wenn der den Mund aufmacht, sage ich dir, welche Internetseite, welche Buchseite, welchen Philosophen, welchen Arzt, welche Einseitigkeit, Bindestrich, welche Perspektive von einem unendlichen Komplex er geistlos nachäfft bzw. rezitiert. Die Betonung liegt auf Tier. Es ist ein geistlos nachäffender Affe. Und er ist felsenfest davon überzeugt, dass das, was er rezitiert, nachäfft, dass das die einzige richtige Wahrheit ist. Wenn du das einmal verstanden hast, dann hast du das ein Beispiel verstanden. Ich sage dir, egal was einer behauptet, der hat recht. In Bezug auf das, dass er irgendetwas, was er vom Hörensagen kennt, nachäfft. Darum geht es bei Holofeeling nicht. Ich verkürze das Ganze, wenn man sich die Mühe macht, in einer extremen Vereinfachungen von Vereinfachungen, was für einen normal gebildeten Menschen aber schon unendlich kompliziert erscheint. Holofeeling zu studieren, haben wir zwei Sachen. Das sind diese ganz einfachen, kindgerechten Sätze, wo ich sage, jeder 13-Jährige kann das nachvollziehen. Und da wiederhole ich gleich vorneweg, ich zeige dir in deinen angeblich hochweisen Physikbüchern nahezu auf jeder Seite so eklatante Fehler, wo jeden 13-Jährigen einleuchtet mit der Logik eines 13-Jährigen,
dass das niemals so gewesen sein kann oder so funktionieren kann. Und jetzt denkst du dir, deine ganzen Deppenprofessoren aus den Universitäten, die jetzt übrigens nur Gedanken sind, die diese Kacke nachäffen, weil man es ihnen in der Schule erzählt hat. Das ist das Prinzip. Es tut sehr weh, wenn du jetzt Geist bist und du gehörst zu diesen Professoren. Da gibt es nichts zu diskutieren. Ich kann immer wieder sagen, jetzt bröselig gedacht, wenn ihr wüsstet, wie viele hochdotierte Professoren bei mir schon waren, die alle geduckt haben, das wieder abgezogen sind, weil es ist nicht diskutierbar, wenn wir von dem reden, was jetzt ist und was überhaupt möglich ist. Du darfst ein logisches Konstrukt, das du vom Hörensagen kennst, zum Beispiel ein heliozentrisches Weltbild, nur dann beschwören, wenn du es wirklich mit eigenen Augen gesehen hast. Du wirst irgendwann merken, dass bei der Elite deiner Welt, und es ist jetzt gleichgültig, ob das hier naturwissenschaftliche Elite ist oder religiöse Elite ist. Das Schwammbeispiel ist auch wie das Tassenbeispiel, so unendlich tief, es zerstört das komplette Wissen und die Philosophie deiner Menschheit. Die natürlich auch ihren Sinn hat, das auch richtig ist. Das klingt nicht hoch anmaßend, was ich dir jetzt sage, sondern das ist kindgerechte Sachen, die einfach so sind, wie sie sind. Und es beginnt nicht, dass ich einfach sage, du Geist, der du dir jetzt dieses Gespräch anhörst. Dass wenn du dir jetzt bewusst machst, Kat, was ist jetzt eigentlich da, ein Pixelmännchen, und du kannst jetzt definitiv wieder sagen, das ist eine Lautsprecherstimme. Du hörst jetzt keinen Menschen sprechen. Und du hast jetzt im Hintergrund Wissen, das dir sagt, ja, das ist ja vorher von einem Menschen aufgenommen worden, ins Internet reingestellt, das ist alles unheimlich logisch. Kannst du es beschwören? Kannst es nur mit einer Meinheit beschwören. Und ich wiederhole nochmal, wenn im Neuen Testament das Wort Sünde vorkommt, dass das Jesus oder irgendwelche Jünger ansprechen, dieses Wort Amartya, das altgriechische Wort für Sünde, heißt wörtlich übersetzt, etwas nicht bezeugen können. Etwas nicht mit eigenen Augen gesehen haben. Und wenn du hier große Weisheiten von dir gibst, die du nur aus der Zeitung herauskennst, aus das Buch herauskennst, das sind Märchengeschichten, die einen tiefen Sinn haben. Wir gehen eventuell dann nochmal auf diese Vorsilbe A ein. Was mir jetzt wichtig ist, wenn ich immer wieder reduziere, dass du parteiisch bist. Und das ist ganz simpel. Ein Computer, das erste Programm, wo er bekommt, das wiederhole ich immer wieder, nur einen einzigen Satz. Dieses erste Programm wird zum Vergleichsmaßstab für alles, was man dir erzählt. Wenn man dir in der Schule und im Elternhaus einrichtet, dass ein Jesus gekreuzigt wurde, bist du wahrscheinlich ein Christ. Und wenn man dir eingetrichtert hat, dass der nicht gekreuzigt wurde, war zwar ein ganz toller Mensch, aber kein Gott, dann bist du ein Moslem. Und selbst das Christentum ist eine Tasse. Und die Moslems in der Mitte sind genauso eine Taste wie die Christen. Weißt du, wie viele muslimische Strömungen es gibt? Schiiten, Sunniten, bla bla bla, Zeugen Jehovas im Christentum, Katholiken, Protestanten. Das ist immer eine Tasse. Und jeder dieser Idioten, die wir uns jetzt ausdenken, wichtig, die sind bei mir, die jetzt denken. Und jetzt die erste Frage, die ich dir stelle. Kann ein Gedanke, den du denkst, für dich anders sein, wie du ihn dir denkst? Nein. Jeden Menschen, den du jetzt denkst, in dem Moment, wo du jetzt an irgendeinen Menschen denkst, ich mache jetzt nochmal der Genauigkeit halber, ich sage jetzt ganz gezielt, eigentlich denkst du ja bloß an einen menschlichen Körper, an eine Person, an einen Trocken, an einen Säugetier, Affenkörper. Das ist ja für dich das Wort Mensch. Mensch ist was ganz was anderes. Jeden Menschen, den du jetzt denkst, der entsteht hier und jetzt in deinem Kopf als Information, weil du ihn denkst. Und dieser Gedanke kann nicht anders sein, wie du ihn dir denkst. Das ist das Wesentliche, wenn du frei werden willst. Und wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist, und ich betone nochmal, du wirst leiden bis in alle Ewigkeit. Bis du das akzeptierst, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und dann löst du dich, irgendjemanden, den du dir ausdenkst, vorzuwerfen, dass er so ist, wie du ihn dir jetzt denkst. Das gilt auch für die deutschen Politiker, die du dir jetzt ausdenkst, oder für Russland, für Putin oder für Biden in Amerika.
Du verwirklichst in deinem Kopf mit hundertprozentiger Sicherheit Wissen, das du geistlos nachäffst, weil du dir das im Internet oder in einer Zeitung eingefangen hast wie einen Virus. Und bei Holophilien geht es nicht, absolut nicht darum, wer der Gute und wer der Schlechte ist, weil das wäre schon wieder, du hättest das zum Beispiel nicht verstanden. Mhm. Aber ich gebe dir mal ein bisschen Insider-Informationen aus einer wirklich, ich benutze mal das Wort, aus einer göttlichen Ebene. Und darum wiederhole ich immer und immer wieder, wenn ich Gott als Schöpfer definiere, bist du Gott für die Welt, die du dir ausdenkst. Die letztendlich, was du überprüfen kannst, nur aus ständig hier und jetzt wechselnden Informationen in deinem roten Kopf, beroschet, wie ich das immer so schön nenne, über meinem Kopf steht es, dieses im Anfang erschuf Gott, der steht eigentlich wirklich übersetzt, inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde aufgebaut, erschaffen. Mhm. 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 Und zwar so, wie du sie dir denkst. Das ist der Kopf eines träumenden Geistes. Und der Kopf eines träumenden Geistes ist jetzt nicht irgendein Zeugedierkopf, den du dir ausdenkst und sagst, ich liege ja da. Das ist immer wieder diese ganzen Jenseitserfahrungen, das sind alles geistlose Schwätze. Es wird nämlich niemals irgendeine Figur, ein Mensch, den du dir ausdenkst. Und ich betone nochmal gleichgültig, ob du dir den jetzt nach außen denkst oder in die Vergangenheit denkst. Irgendwas erfahren oder erkannt haben, es sind Produkte, Schöpfungen aus deiner Logik heraus, die du in deinem Kopf erschaffst und nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst. Kriegt es mit, dass du ihn jetzt denkst. Lass uns einmal still und heimlich an den denken, der uns jetzt ausdenkt. Der kriegt es mit, weil das der Geist ist. Aber jetzt lass uns an Putin denken. Kriegt der das mit? Oder nicht klar? Meinst du, der kriegt es mit? Jetzt denk einmal an dich selber. An den, der du ein Leben lang zusammengeglaubt hast. Meinst du, dein Gehirn kriegt es jetzt mit, dass du es denkst? Lass das auf dich wirken. Meinst du, dein Gehirn kriegt es mit, dass du jetzt an dein Gehirn denkst? Die Namen sind jetzt komplett austauschbar. Ja. Du bist der Einzige, der das jetzt mitkriegt, was du mitkriegst. Du kriegst nur deine ständig wechselnden Informationen mit. Und wenn du sagst, ja, die Pixelmännchen hier auf dem Bildschirm, die ich jetzt da vor mir habe, die kriegen das auch mit. Die kriegen das mit Sicherheit nicht mit. Ja, aber hinter den Pixelmännchen stehen ja hier Menschengeister. Vergiss es, die kriegen es auch nicht mit. Weil das alles Gedanken sind. Ja. Du bist der Einzige, der das jetzt mitkriegt. Und was du genau mitkriegst, hängt jetzt wiederum davon ab, wer du zu sein glaubst. Das ist immer meine Computermetapher. Das ist wie ein Computer, der steht jetzt für Geist. Ein Computer steht für Geist. Mhm. Und was in dem Geist in Erscheinung tritt, was da für Berechnungen auftauchen, steht und fällt mit dem, was du für im Arbeitsspeicher für Daten hast. Das ist dein Schwamminhalt. Das bestimmt auch, dass wenn du an dich denkst, jetzt an den Brüssel denkst, der jetzt vom Computer sitzt. Dieses Programm bestimmt das, ob du dich als einen Mann oder eine Frau denkst. Mhm. Geist ist weder Mann noch Frau, das sind alles existierende Erscheinungen, die immer nur dann da sind, wenn sie gedacht werden. Darum ist jetzt auch die Frage mit Putin, wenn man mal ein bisschen hier in dem ganzen Spiel Selbsterkenntnis hat, demonstriere die Menschheit um dich herum zurzeit ihre absolute Geistlosigkeit. Oh, ja. Es sind meine fehlenden Führerscheinprüfungsbogen. Und das wirst du erst verstehen, wenn du in keinster Weise mehr parteiisch bist. Mhm. Wenn du wirklich jetzt die einfachen Selbstgespräche studierst, wirst du zuerst einmal, dass ich immer wieder darauf hinweise, wenn du jetzt deine Informationen beobachtest und du kommst in eine Situation, wo du mit einer Diskussion konfrontiert wirst, gleichgültig, ob das auf dem Monitor eine Fernsehdiskussion ist oder ob du selber mit diskutierst oder das nur beobachtest, im sogenannten sinnlich wahrgenommenen Bereich, deine sinnlich wahrgenommenen Informationen, ich sage mal optisch, was du auf der Farbbrille hast, ist genauso eine Information, die aus dir kommt, wie jeder andere Gedanke auch. Mhm. Du müsstest nur das erste und das zweite Gebot halten. Mhm. Und dann sage ich immer wieder, du machst dir jetzt zuerst einmal bewusst, mit welcher Seite du sympathisierst, an welcher Einseitigkeit du leidest. Das ist die wörtliche Übersetzung für Sympathie. Das heißt, einfacher ausgedrückt, was dir logisch erscheint von diesen Äußerungen der Figuren in deinem Traum. Was erscheint dir logisch? Das ist nur eine gewisse Kompatibilität mit deiner Logik. Das heißt, diese Logik erscheint dir logisch. Mhm. Und alle Gegenparteien, der Henkel ist rechts, nein, der Henkel ist links.
Nein, das Ding hat überhaupt keinen Henkel. Jeder sieht was, das aus seiner eigenen Logik, ich sage aus seiner generierten Perspektive heraus entspringt. Und dann gehen die Streitereien los. Ich sage, wenn du über dem Tisch das anschaust, dann stellst du fest, was das für gnadenlose Deppen sind. Das gilt für alle Menschen, die um Einseitigkeiten streiten. Wenn du jetzt ganz alte Holofilling-Vorträge anhörst, Almina 2000, da sage ich ganz definitiv, ich diskutiere nicht. Diskussion ist ein Kampf um einen Standpunkt. Ich erkläre dir, was die Tasse ist. Das bist du. Du Geist bist nämlich der einzige konstante Parameter, gleichgültig, welche Form du dir in dich reindenkst. Das ist das, was ich mit der 200 Gramm roten Gnede beschreibe. Wenn wir mal sagen, die Form der Gnede sind irgendwelche Sachen, die du denkst, ich beziehe das jetzt nicht nur auf Gegenstände, auf Objekte, sondern auch auf Gefühle, auf Hunger. Ich gebe der Gnede die Form von Hunger, von Sattsein, von Freude, von Schmerzen. Das sind einfach jetzt nur Formen. Das sind, was ich jetzt Informationen nenne, sind dann aber äußere Formen. Aber diese äußeren Formen, die du um dich herum ausdenkst, sind eigentlich deine Informationen. Es bleibt immer 200 Gramm rote Gnede. Der träumende Geist ist immer derselbe träumende Geist, egal welche Informationen er in sich anschaut, er ändert sich dabei nicht. Darum wiederhole ich das. Wenn du das wirklich verstanden hast, öffne ich in dir einen vollkommen neuen Traum. Solange du dich noch in deiner Traumwelt verlierst und dich mit deinen Gedanken von dir selbst verwechselst, brichst du das erste Gebot, mach dir kein Bild von Gott. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Kannst du sofort überprüfen, taucht in dir ein Gefühl auf, ein Körpergefühl, was auch immer. Das bist nicht du, weil sobald du an was anderes denkst, ist es wieder weg. Du veränderst dich nicht. Krieg ein Gefühl dafür, was du bist. Und jetzt sind diese ganzen Haupentaucher, wo ich sage, die von Jenseitserfahrungen was erzählen. Es ist absolut ein Haften. Ich habe mich dann auf dem Operationstisch liegen sehen. Ich habe mich gesehen. Die haben doch überhaupt sich losgelöst von dem Glauben, sich mit dieser Person, mit diesem Affen zu verwechseln, der sie zu sein glauben. Die wissen nichts von dem wirklichen Jenseits. Es ist alles sehr, sehr rudimentär. Und jetzt kommt es, wir brauchen eine Verwandlung. Es ist immer wieder, wo ich sage, die Geschichte, das Wissen deiner Menschheit symbolisieren wir mit dem Buchstaben H. Das ganze Wissen deiner Menschheit, was jemals Menschen gedacht haben oder erkannt zu haben, glauben. All das, dieses unendlich viele Wissen jeglicher Menschen, die du dir jetzt denkst, auch in die Vergangenheit, ist nur symbolisch der Buchstabe H. Und ich sage jetzt, das ist die Logik, dein Programm und deine Daten. Und wenn du mir jetzt das zurückgibst, bekommst du ein neues Betriebssystem mit neuen Programmen. Du kriegst dann für diesen Buchstaben von mir ein Wort. Das ist das Wort Haus. Und ich muss das nochmal wiederholen, dass hier der Schwerpunkt darauf liegt, dass ich an deinem jetzigen Wissen, an dem Wissen deiner Menschheit nichts verändere. Das Haar bleibt unangetastet, ich mache bloß was vollkommen Neues dazu. Ich erweitere das. Ich erweitere das um höhere Perspektiven, wenn dir nicht einmal hier diese Kleinigkeit mit der Tasse einleuchtet. Und ich sage dann immer wieder, das ist jetzt ein simples Beispiel in Bezug auf Perspektiven. Wir können das komplexer machen. Ist jetzt eine Wohnung eigentlich ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche oder ein Bad? Wenn du wüsstest, dass diese Erkenntnis, was ich dir jetzt mitteile, tausendmal mehr wert ist, wie 5 Millionen oder 50 Millionen im Lotto zu gewinnen. Alle vergänglichen Erscheinungen zerrinnen dir eh wieder zwischen den Fingern. Du musst erst einmal wissen, was du bist. Du bist ein ewiger Geist. Und du befindest dich zurzeit in einem Traum. Und das Leben entwickelt sich weiter, wenn du in der Lage bist, vollkommen neue Sachen zu träumen. Das passiert, wenn ich sage, geistiges Wachstum, und jetzt muss ich gleich Cut sagen. Wenn du weißt, was Geist ist, Geist als Ding an sich ist ein absolutes, nicht denkbares, nicht existierendes Nichts. Also kann dieses Nichts nicht wachsen, es bleibt nichts. Das, was in dir wächst, ist die Möglichkeit, dich selber, die 200 Gramm rote Gnede, in viel komplexere, viel gigantische Informationen umzuhören. Implizites Denken, Es ist, wie ich immer sage, nimm die Entwicklung deiner Computerprogramme von DOS, von den ersten Videospielen bis jetzt, hyperrealistisch mit einer VR-Brille. Wir haben hier einen Computer, kann der gleiche, der Rechner bleibt im Prinzip der gleiche. Jetzt ist natürlich jetzt ein hinkendes Beispiel, weil
die früheren Basic- oder DOS-Programme ganz primitive Chips waren, Rechner waren. Und ich sage jetzt, mittlerweile sieht es ja so aus, dass die Grundlage ist, du bist von vornherein schon immer derselbe Geist. Das ist mein Musterbeispiel, ein Hochleistungsrechner. Du denkst dir jetzt, und das Beispiel habe ich zigfach wiederholt, ich bringe jetzt gleich was Neues, dass ich jetzt ganz definitiv zu dir sage, du denkst jetzt deinen Computer, so wie er jetzt ist, mir sagen wir mal, das ist ein richtig geiles Teil, ein i7, jetzt zeitaktuell, mit einer tollen Grafikkarte, mit allen Möglichkeiten, und ich lösche jetzt hier zuerst einmal von deinem Bildschirm die ganzen Tabs auf dem Desktop weg. Dann kannst du natürlich das Ding aufmachen, dass du die Seitenleiste hochmachst. Das sind ja so viele Programme von vornherein schon mit drauf. Die löschen wir auch alle in der Seitenleiste raus. Ich betone, ich lösche nicht die Programme auf dem Computer, sondern nur die Stellen, wo du das siehst, dass du draufklickst, dass die sich öffnen. Und wenn du den Computer hochfährst, fährt der Computer hoch und dann hast du in der Mitte ein großes Icon und ich sage, das ist der Taschenrechner für Windows. Der Apple ist ja wurscht. Das ist das Einzige, was da ist. Und dann drückst du auf den Taschenrechner und dann kannst du den Taschenrechner benutzen. Und da muss dir klar sein, all das, was du jetzt kannst mit einem Internetanschluss, mit einem Hochleistungsrechner, und ich sage immer wieder Holofeeling als rein symbolisches, logisches System, entspricht einem Computer, der alles an Programmen öffnen kann. Egal welches neue Programm du ihm gibst, er kann das installieren, gleichgültig welcher Betriebssystem benötigt wird, er kann es installieren. Egal welche Datei, welchen Format es, wenn du draufklickst, es wird geöffnet. Das passiert, wenn Holofeeling installiert ist. Das ist der Sprung von dem Haar zu dem Haus, zu dem Wort. Und alles, was jetzt so unglaublich klingt, passiert von einem Moment zum anderen. Ich habe die Möglichkeit, es in dir freizuschalten. Dann passieren Wunder ohne Ende und es ist an keine Bedingung geknüpft, außer halte einfach verdammt nochmal meine 10 Gebote und meine einfachen Lebenssätze. Sorge dich nicht um morgen. Liebe deine Feinde, das Wichtigste überhaupt. Und dir muss klar sein, und jetzt sage ich auch so einen Satz vom Säugling bis zum Greis: Solange du die Rolle eines Menschen, eines Säugetiers spielst, innerhalb deiner ausgedachten Chronologie, vom Säugling bis zum Greis verwandelst du ständig deinen Körper. Es macht keinen Sinn, einen jetzigen Zustand gleichgültig, als ob er ein menschlicher Körper in einer gewissen Phase ist. Der Säugling muss sich auflösen, dass er Schulkind wird. Ich erkläre es immer und immer wieder und es geht bei dir da rein und da wieder raus, wenn ich nochmal spreche. Panische Angst ums Überleben. Angst, was zu verlieren. Ich sage immer, verlieren kannst du gar nichts, weil ja alles in dir drin ist. Du müsstest nur wissen, wer du bist. Und das ist weder ein religiöses noch ein esoterisches Gewäsch, was ich dir sage. Wir reden von Sachen, die jedes Kind mit hundertprozentiger Sicherheit hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen kann. So, und jetzt lass uns an die Erdkugel denken. Wo war die jetzt die ganze Zeit? Sie war da, aber sie hat nicht existiert. Das unterschiedlich. Sie ist in dir, ist alles, was jemals war und gedacht wurde, ist jetzt noch in dir drin. Und alles, was bis in alle Ewigkeit in der Zukunft noch gedacht wird und in dir auftauchen kann, ist jetzt auch schon in dir drin. Das ist eine Metapher. Es ist alles in dir drin. Das nennen religiöse Menschen Gott. Es ist eine absolute Implosion von unendlich viel Wissen in ein absolutes Nichts. Das ist Allah. Die zwei Wörter. Und was du letztendlich öffnest, hängt davon ab, mit was für Rechensysteme, wo dich deine Interessen hinführen. Es ist abhängig von dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist das, was ich sage. Das ist zurzeit die Logik, die in deinem Arbeitsspeicher ist. Das ist dein Schwamminhalt. Den konntest du dir nicht raussuchen. Du kannst keine andere Bilder aufbauen, wie dein momentaner Intellekt hergibt. Und da jeden Menschen, den du dir jetzt denkst, das sind Menschen, sind keine verschiedenen Computer, sondern es ist nur ein Geist, das ist der vom Bücherregal. Und ein Geistesfunken bist du Geist in dem Moment, wo du bloß mit einem ganz sehr extrem begrenzten Intellekt im Arbeitsspeicher arbeitest und der baut jetzt in dir die Illusion deines momentanen Trockenhausenaffenlebens in dir auf. Das, was ich jetzt extrem vereinfacht habe, beweise ich mit Holofeeling mit 100% arithmetischer Präzision, dass es wirklich eine Matrix ist, dass du in einem Computerprogramm lebst. Die großen Geheimnisse wirst du dann in den Heiligen Schriften finden und die Heiligen Schriften
sind wieder abhängig von der Religion, an der du zurzeit hängst. Religio, eine Bindung, eine Rückbindung an irgendwelche heiligen Schriften. Und wir wissen ja, die Moslems hängen an ihren Koran. Jetzt wirst du aber feststellen, dass es extrem verschiedene Auslegungen des Korans gibt. Das sind diese unterschiedlichen Sekten. Die Juden hängen an ihrem Alten Testament, nur am Alten Testament. Die Christen hängen an dem Alten und an dem Neuen Testament. Wobei die Moslems wiederum auch an der Tora, sprich an den fünf Geboten Moses, hängen, weil der Koran nämlich vorschreibt, dass das einmal diese fünf Gebote absolut geltendes Recht ist für jeden Moslem. Kannst du gleich in den ersten Suren nachlesen. Also das heißt, für die Moslems gelten die zehn Gebote genauso wie für jeden Juden und für jeden Christen. Das ist ja dieselbe Hierarchie. Mhm. Aber das ist jetzt wieder extrem Zivilserei. Darum geht es mir gar nicht. Jetzt haben wir aber noch andere Religionen. Wir haben zum Beispiel hier Buddhisten. Da gibt es so viele Strömungen. Früher immer in allen meinen Vorträgen, wenn es Kassel hat, Buddhisten essen kein Fleisch, dann soll ich sagen, geh doch einmal nach Thailand, du Depp. Da muss ich auch sagen, da gibt es genauso Strömungen. Es gibt Buddhisten, die essen Fleisch und es gibt welche, die essen kein Fleisch. Ja. Wir können jetzt in Taoismus, in Zen-Buddhismus gehen und alles ist zerdacht. Es ist das. Es ist unendlich zerdacht und du hängst an einer Einseitigkeit, die du geistlos nachhilfst, weil dir das logisch erscheint. Aber jetzt kommen wir zur Weltreligion. Das ist die Naturwissenschaft. Und die haben auch heilige Bücher. Das sind die Physikbücher, das sind die Chemiebücher. Das sind ihre heiligen Schriften, die sie genauso nachäffen. Und jetzt kommt der große Hammer. In diesen Büchern steht dasselbe drin wie in der Tora, sogar arithmetisch. Wenn ich das sage, ich zeige dir in der Tora, in diesen fünf Büchern Mose, verschlüsselt in einen Zahlencode, ich erzähle dir etwas, ich betone das immer wieder, sämtliche Naturkonstanten, sämtliche physikalischen Formeln in den Physikbüchern stehen in der Tora drin. Und ich rede jetzt nur von Zahlen, die du mit 100%iger Sicherheit arithmetisch überprüfen kannst. Also von wegen, dass irgendwelche Mystennomaden vor 5000 Jahren das geschrieben haben, kannst du vergessen. Ach, da komme ich nicht mit, das verstehe ich ja nicht, was du sagst. Das musst du nicht verstehen. Ich sage, du musst kein Hebräisch lernen, keine Physik lernen. Es reicht mir in dem Leben, wenn du weißt, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und wenn du das weißt, hast du mit Sicherheit keine Angst mehr, dass dein Körper aus sich auflöst. Und dann willst du auch keine Erdkugel mehr retten. Die ganzen Kleber. Das Grundproblem ist, dass ein Virus ist, die Erde ist genauso wenig eine Kugel, wie sie eine Scheibe war. Alle Wahrheiten von heute sind die Dummheiten, wo die nächste Generation drüber lächelt. Meist sind die damals blöd gewesen. Und wir wissen ja, wir Physiker wissen ja, sagt unser Professor Lesch immer, ein absoluter geistlos nachäffender Vollpfosten. Das gilt übrigens auch für jeden Arzt. Und du wirst jetzt die Erbärmlichkeit deiner Elite merken, bis hin zu dem ganzen Journalismus, das Geld ist eine Sau. Denken wir uns natürlich jetzt aus. Jetzt sage ich Cut. Jetzt springen wir wieder am Anfang des Gespräches. Haben wir nicht festgestellt, es macht keinen Sinn, irgendeinen Menschen, den wir uns jetzt ausdenken, vorzuwerfen, dass er in uns genauso ist, wie wir uns den jetzt ausdenken. Ich habe es nicht vergessen. Du solltest dich selbst einmal beobachten, wie oft du das vergisst. Ja, da muss man sehr. Du solltest dich beobachten, wie oft du das vergisst, wenn du zum Beispiel eine Zeitung liest. Das Einzige, was du hast, ist das Fetzenpapier mit Worte drauf. Alles andere, was du aus den Worten magst, dieses im Anfang war das Wort auch aus diesen Worten jetzt. Da der Udo jetzt etwas ist, was du dir ausdenkst, muss dir klar sein, es ist eine Figur in deinem Traum. Und wenn du nur akzeptieren würdest, dass du Geist jetzt träumst und in deinem Traum die Rolle von dem spielst, der du jetzt zu sein glaubst. Wenn dir das jeden Moment bewusst ist im Hintergrund, ich sage immer wie ein Schauspieler, der auf eine Bühne geht und irgendeine traditionelle Rolle spielt, der niemals auch nur eine Sekunde vergisst, dass er was anderes ist wie die Rolle, die er zurzeit spielt in dem Bühnenkörper, in dem er drin steckt. Dann wärst du frei. Dann wirst du einmal sagen, ich habe eine Nahtoderfahrung, dann habe ich mich auf Operationstisch legen sehen. Ich habe mit der Maske des Faust gesehen, in der ich drinstecke, die mich einhüllt.
Ich habe Charlie Stanley gespielt. Ich war eine Frau, obwohl ich doch eigentlich ein Mann bin. Du bist Geist. Darum ist es wirklich, du musst wissen, was du bist. Und dieser Geist hat sich noch nie verändert. Das sind die 200 Gramm rote Niere. Und wenn ich das jetzt wieder wiederhole, für die, die zumindest bei Holofeeling ein bisschen dranbleiben, dann wirst du dir immer wieder eingestehen, in dem Moment, wo es dir scheiße geht, hast du es vergessen. Das ist das, was ist. Und das, was jetzt, wenn ich sage, vom Säugling bis zum Greis, auf einen Körper innerhalb eines dieser Geschichtsleben, dieser Trockennasenaffenleben, die du durchlebst, als der, der du jetzt zu sein glaubst. Du kannst jetzt genau definitiv sagen, denk an deinen Körper, wie alt bist du? Das hängt jetzt davon ab, wer du zu sein glaubst. Aber der große Witz ist, das Ding entsteht in dem Moment, wo du denkst, du gehst davon aus, dass dein jetziger Körper, ich sage mal einfach vor 30 oder vor 50 Jahren geboren wurde. Der wurde mit Sicherheit nicht vor 50 Jahren geboren, weil das, was du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, diese Handvoll Mensch, die deine Mutter, die du dir jetzt ausdenkst, zwischen ihren Beinen rausquetscht, bist ja nicht du. Ja, das war ich ja mal, denkst du dir jetzt. Was verändert es an dem, der sich das ausdenkt? Ist das so schwer zu verstehen? Jetzt hast du mal klar sein, wie hartnäckig das ist. Und jetzt machen wir dasselbe mit Ländern. Jetzt hast du mal mit Weltbildern. Wie lange gibt es eigentlich eine Erdkugel im Denken? Muss ich nachschauen. Und jetzt sind wir wieder bei Sapriaude. Ja, ja. Warum bist du nicht einfach in der Lage, einfach selbst zu denken? Besteht nicht das Denken all der Menschen, die du dir zurzeit ausdenkst, darin, muss ich im Internet nachschauen? Ja. Stimmt. Egal, wenn er den Mund aufmacht, er äfft irgendwas nach. Man hat vollkommen aufgehört, selbst zu denken. Eben, es wird nicht besser. Man dreht sich wie ein Hamster in einem Laufrad in seinem eigenen Programm. Und die Fähigkeit, sich selbst was auszudenken. Ich verweise diesbezüglich, was man immer wieder lesen kann, an das Selbstgespräch, nämlich auch die ganzen Schriften. Du gehst einfach in die Beiwerke bei Warren Barungen und machst du das Requiem Jabes. In leichter Gedichtform. Und da geht es um den Wahnsinn zum Beispiel von Doktorarbeiten. Du kriegst einen Doktor, wenn du an der Hochschule studierst, indem du diesen Idiotenprofessoren beweisen musst, dass du das, was sie als richtig ansehen, als offizielles Wissen, auch als Axiome ansehen, wenn du das möglichst perfekt durchäffst. Genau. Ja, musst du alles, was du aufschreibst, musst du belegen mit Fußnoten. Wo haben sie das her? Jetzt schreibst du was ganz Geniales, was ganz Neues, was revolutionär Neues. Wirklich neu. Nicht nachgeäfft. Vollkommen neu. Ja. Kein Doktor. Willst du keinen Doktor? Dann fragst du dich, wo haben die das her? Du sagst, das habe ich mir selber ausgedacht. Bist du für diese Gesellschaft nicht geeignet? Ja, ja. Ist das herrlich. Viele kleine Beispiele, aber jetzt komme ich eigentlich zum Kern der Geschichte, dass ich jetzt sage, wir bleiben mal bei der aktuellen Krise und selbst das Wort aktuell hängt davon ab, wenn du das anschaust. So wie du jetzt sagst, was war eigentlich hier, wir schauen uns mal Bilder an 1926 nach dem Ersten Weltkrieg. Kannst du in die Archive reingehen und da gibt es ja Bilder oder 45, die Zerstörung. Halt dir das schön vor Augen, geh ins Internet und schau dir Bilder an nach 1945 die deutschen Städte. Das ist deine Zukunft, eventuell. Hängt davon ab, du hast den Joystick in der Hand. Aber jetzt ist das Verrückte, wann machst du was richtig? Ich komme mal zu unseren zwei politischen Parteien. Wir haben einmal die Grünen, die Weltretter, die Kleber, die Erdkugelnretter, die was retten wollen, was eigentlich gar nicht existiert, was ein Hirngespinst ist. Wirklichkeit ist komplett was anderes. Und das, was ich nochmal, was ich dir jetzt sage, ist kein esoterisches Geschwätz oder religiöses Geschwätz. Ich rede von 100% sicher vor jedem Kind überprüfbare Fakten. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Diese Tat besteht darin, dass in dem Moment, wo du an irgendetwas denkst, baut sich in dir eine Information auf. In dem Moment, wo du nach außen schaust, ich sage immer, du schaust bloß auf deine Veröppelte. Baut sich in dir eine Information auf und du bist der Einzige, der das sieht.
Und wenn du jetzt an deinen Kopf drehst und den Kopf denkst und den Kopf um 90 Grad nach rechts drehst, ändert sich deine sinnlich wahrgenommene Information aber nicht, weil das, was du da außen zu sehen glaubst, da außen ist, sondern das ist deine Information. Es ist nämlich ein hundertprozentiges, sicheres Faktum. Um etwas wahrnehmen zu können, muss das, was wahrgenommen wird, für den Geist, der das wahrnimmt, in ihm drin sein als Information. Ja. Der Materialist würde jetzt einfach sagen, es muss ja in meinem Gehirn drin sein, weil wenn es in meinem Gehirn nicht in irgendeiner Art und Weise drin ist, kann ich es ja nicht sehen. Mhm. Und dabei ist jetzt gleichgültig, wo das herkommt. Dir leuchtet ein, dass wenn du jetzt über was nachgrübelst, dass alles, was du denkst, aus dir selber kommt. Aus dem Arbeitsspeicher, aus meinem Wissen, aus meinem Intellekt. Aber sobald wir in eine sinnlich wahrgenommene Information reingehen, das ist ja da außen, es kommt ja in Form von Schaltern und Lichtquellen in mich rein. Unheimlich logisch und sagt, zeig es mir. Mhm. Zeig mir Schall und Lichtwellen. Und dann zeigen mir das die Physiker. Aber wenn die genau hinschauen würden, würden sie feststellen, die sehen weder das Licht noch die Schallwellen. Ich wiederhole das immer wieder. Zeig mir Wind. Mhm. Im Hebräischen hast du auch Geist und Wind. Mhm. Dann hast du auf deiner Brille irgendwo in einer Entfernung Bäume, wo sich die Blätter bewegen. So, ja, ich sehe einen Baum jetzt, zumindest hier das Arrangement sinnlich wahrgenommen, wo sich die Blätter bewegen oder die Äste bewegen. Ja, warum? Ja, weil da außen der Wind geht. Mhm. Zeig mir den Wind. Mhm. Ja, den kann man nicht sehen. Aber der ist trotzdem da. Selbe gilt für Atome. Und das heliozentrische Weltbild. Und die Viren. Eins waren die Viren und die menschliche DNA. Wo ich immer wieder erzählt, da steht die so unvorstellbar klein, dass man sie nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop sieht, aber sie hat die Speicherkapazität von 200 Telefonbüchern oder 1000 Seiten. Erzählt mir dein Professor. Woher weißt ihr das? Hat man ihnen erzählt? Mhm. Nach bla 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 bla. Nach. So, jetzt kommen wir mal in den göttlichen Bereich der Weltveränderung. Um die Welt zu verändern, muss ja irgendeine Veränderung ausgelöst werden. Jetzt kommt das Verrückte. Jetzt haben wir mal eine schöne Situation auf einer höheren Ebene. Wir haben ein östliches Denken, wir nennen das einmal russisch, und wir haben ein westliches Denken, das nennen wir Nordo. Es darf sich für dich nie die Frage stellen, welche der beiden Seiten richtig ist, weil das ist wie wenn ich dich mit der Frage setze, welcher Berg oder Tal. Es ist eine Gedankenwelle mit zwei Seiten, die zuerst einmal gespiegelt gegenüberstehen. Und die Widersprüche, wenn du jetzt reingehst in Physiognomie, mir geht es um was ganz was anderes. Ich werde dir jetzt erzählen, wenn ich sage, ich bin der Schöpfer von dem Leben, von dem Videospiel, das du zurzeit spielst, was ich mir dabei gedacht habe, erzähle ich dir jetzt. Ich bin da überreichlich drauf eingegangen, aber das, was ich dir sage, ist neu. Wer meinst du, es arbeitet für mich mehr? Der Russe oder der Nordo? Für das Göttliche. Der Gute oder der Böse? Die AfD, die nach Frieden schreit? Oder all die Sachen, sobald du nur das Wort Frieden aussprichst, bist du ein Nazi. Das schon alleine ist krank. Von den ganzen Massenmedien. Eine unendliche Gehirnwäsche. Und nebenbei erwähne ich, es war übrigens in deinem jetzt ausgedachten Leben noch nie anders. Die haben nur gelogen. Es war nur Lügen. Das ist dir bloß nie auffallen, weil das für dich immer logisch war. Jetzt fängt sich eventuell nach geistiger Reife, merkst du, hey, da stimmt ja irgendwas nicht. Bisher warst du ein Weltmeister im Nachäffen und jetzt wird etwas in dir wach, etwas, eine Opposition, vielleicht eine Ahnung, dass es auch anders sein könnte, wie man das erzählt. Gleichgültig, ob an der Uni was erzählt wird, in der Kirche was erzählt wird. Aktuelles Plakat hier. Ja. Der Kirche, Waffenlieferung an die Ukraine. Ja. Das ist Menschlichkeit. Von wegen, liebe deine Feinde. Wenn du behauptest, du bist der Christ, sag ich, stell dich vor den Spiegel und spuck dich selber an. Da ist von Feindesliebe ist da überhaupt nichts da. Und die, die jetzt nur ansatzweise Frieden wollen oder Frieden ansprechen, sind sofort Nazis. Und Nazi wiederum, Nazi heißt eigentlich nur gebunden, ist sofort wieder Hitlerreich ist böse. Der ist ja sowieso bloß böse gewesen. Warum? Kannst du es beschwören? Nein, hat man mir erzählt. Hat man mir erzählt. Und Wasser wissen wir ja, wir Physiker, wir Chemiker wissen ja, Wasser besteht ja aus Wasserstoff und Sauerstoff. Molekülen. H2O. Diese zwei Gase ergeben dann diese Flüssigkeit, wissen wir ja. Hätte man dir was anderes erzählt,
würdest du das genauso noch? Und wenn du programmiert bist, wird alles, was jetzt damit zusammenhängt, Elektrolyse und so weiter, wird genau sich so in dir aufbauen, es spielt sich nur ein Programm in dir ab, wo du programmiert wurdest. Nochmal, setz dich als einen Computer, das ist ein Geschenk, das ich dir jetzt gebe. Du musst das damals Brüssel gar nichts tun. Du kannst da nirgends eintreten und du musst kein Geld dafür bezahlen. Es ist ein göttliches Geschenk. Also mir komme jetzt einmal, wer arbeitet eigentlich mehr im Gottesauftrag? Und jetzt halte dich fest, die Grünen und die SPD, die momentane Regierungspartei, die habe ich genau so programmiert, die haben den Auftrag, genau das zu tun, was jetzt nötig ist, zu zerstören alles, was da ist. Die AfD macht es nicht, sie wird den alten Zustand aufrechterhalten. Jetzt wird er vom Säugling bis zum Kreis. Wenn der Säugling sich nicht auflöst, dann kann es kein Schulkind sein und wenn der sich nicht auflöst, wird es kein Erwachsener und der Kreis, der du jetzt eventuell in Ansätzen bist, die Helene, den Marco und den Bede, diese Pixelmännchen an. Solange sich diese Körper nicht auflösen, kommst du nicht in die nächste höhere Ebene. Es war noch nie anders. Aber von deiner Veränderung vom Säugling bis zum Kreis, die du dir wohlgemerkt jetzt aufgrund dieser Worte denkst, diese Formen, diese Gedanken in dir aufbaust, du bist nicht irgendein Gedanke von dir. Du warst niemals der Säugling, den du jetzt denkst, wo du sagst, das war ich. Du warst auch niemals das Schulkind oder der junge Mann oder die junge Frau. Wenn in dir eine Information existiert, existiert die hier und jetzt. Und jeder neue Gedanke, den du denkst, zerstört den bestehenden Gedanken. Das ist diese Transversale, auf die ich immer wieder hinweise. Kann jedes Kind sofort überprüfen. Dasselbe gilt für alle sinnlich wahrgenommenen Informationen. Du kannst jetzt auf deine Verabredung dein Wohnzimmer holen oder deine Küche holen oder dein Schlafzimmer oder einen Berg oder einen Baum da außen. Aber jedes neue Bild, Bild taucht jetzt in dir auf und in dem Moment, wo das Neue auftaucht, der neue Blickwinkel in dir auftaucht, wird der bestehende zerstört. Was sich dabei nicht verändert, ist im Hintergrund das Programm. Wenn du einen Film anschaust, die DVD verändert sich nicht, während du Bildfacetten aus dem Film anschaust. Das ist jetzt eine ganz einfache, grobe Metapher. Das wäre das Einzige, was derzeit nötig ist, dass du verstehst. Aber da müsste man Worte verstehen. Und jetzt kommt es, selbst hochgebildete Menschen haben so eine einseitige, oberflächliche Auslegung von Worten, oft wieder besseren Wissens. Wenn ich jetzt zum Beispiel immer wieder meinen, früher haben wir gesagt Krebs, an was denkst du bei dem Wort Krebs? Da leuchtet dir ein, dass Krebs ja nicht nur eine Krankheit ist oder Schaden, die oder Sternzeichen. Und dann hast du ein gewisses Repertoire an Möglichkeiten und ich sage immer wieder, das Wort Krebs ist ein 400 Seiten, ein 1000 Seiten, ein 2000 Seiten Buch. Mache ich dir streng, mit einem streng arithmetischen System generiere ich eine Unmenge von Vorstellungen aus dem Wort heraus, wie in einem Mandelbrot-Fraktal. Aber ich sag immer dazu, der Kontext verändert sich nicht. Das sind Selbstähnlichkeiten wie in einem Mandelbrot-Fraktal. Jetzt müsste man natürlich wissen, wie das wieder funktioniert und ich sage, mir geht es momentan nicht um Wissen. Das ist das große Problem, dass du mit Wissen arbeiten willst, das mit Wissen nichts zu tun hat. Wissen ist immer jeder Moment, von dem du was wissen kannst, muss existieren. Das heißt, das Wissen reduziert sich auf den Moment, der jetzt da ist und das Erste, was du feststellst, der ändert sich laufend. Du kannst einen Gedanken nicht am Leben erhalten. Jetzt ist das doch selbst von dem Gedanken, der da ist. Und jetzt sage ich immer wieder, schau mal ganz, ganz gezielt irgendeins dieser Pixelmännchen an. Dann wirst du jetzt das doch mal feststellen, da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Eine hat keine Brille auf und 4 Stück haben eine Brille. Das ist einmal das Erste. Wenn du auf den Monitor schaust vor dir, ist dir gar nicht bewusst, dass das nicht der ganze Inhalt einer VR-Brille ist. Jetzt schauen wir über den Monitorrand in das Zimmer hinein. Das war die ganze Zeit da. Du hast den Kopf ja nicht wesentlich groß bewegt. Das heißt, das Drumherum war die ganze Zeit da, weil du nochmal dich in einer tiefen Ebene rein fokussierst. Für dich existiert nur das, was du jetzt siehst. Das ist so das Schockierende, wo ich immer, wenn man fährt, ich arbeite nur mit Fakten, mit hundertprozentig überprüfbaren Sachen.
Das beim Autofahren, wenn ich zum Beispiel hier mit jemandem unterwegs bin, sage ich, wo war jetzt die ganze Zeit die Windschutzscheibe, obwohl ja der Autofahrer war? Ja, da. Ich sage, ja, ist logisch, jetzt schaust du die an, wo war die, wie du nicht an die Windschutzscheibe gedacht hast. Die Logik, dass das, was du jetzt denkst, auch dann da außen ist, wenn du nicht dran denkst. Das ist verkehrt. In einem Träumen im Geist ist alles, was er träumt, muss in ihm drin sein. Was er sieht, ist immer nur der Moment, der jetzt wirklich da ist. Und da ist so viel da, dass du dir bewusst machen kannst, ich sage immer, die erste Schicht unter dem Offensichtlichen. Es ist erst einmal ein vollkommen neuer Ansatz vom Denken und das Geheimnis liegt in den Worten. Das sind diese ganz vielen Kleinigkeiten, wenn ich jetzt die Sünde nochmal anspreche, dieses Amadi in der Grundsprache, das eigentlich wirklich übersetzt heißt, etwas nicht A, Vorsilbe A ist eine Verneinungsform, etwas nicht bezeugen können. Etwas nicht mit eigenen Augen gesehen haben. Man hat mir erzählt, ich habe gehört. Das kannst du durchaus beschwören, dass du da und das gelesen hast auf der und der Internetseite oder dass der oder der, wenn du den persönlich kennst, behauptet hat. Wenn du das wieder bloß liest, was ein Einstein gesagt hat, lebst du aus zweiter, dritter, vierter, fünfter Hand. Und was ist von dir selbst? Von dem ganzen Wissen, da ist auch ein bisschen was da. Eigene Erfahrungen, die du eventuell gemacht hast, wo du dann auch beschwören kannst, da bin ich hingefahren und habe mir das nie aufgeschlagen. Denke ich mir jetzt. War nie in der Vergangenheit. Auch das war jetzt. Mhm. Ja. Und dann habe ich diese vielen Beispiele, zum Beispiel das Wort Mathematik. Das heißt einfach nur das gelernte Wissen von geistlos Schwätzern, von Nachäffern. Ich lasse dabei gut sein. Mathematikus. Es ist einfach jeder normale Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, ist genau genommen, das kannst du überprüfen, ein Mathematiker. Es ist ein geistloser Schwätzer, der in Maßsetzung seines Schwamminhalts, seines in Elternhaus und Schule aufgesogenen Wissens Vorstellungen in sich aufbaut. Übrigens auch die Vorstellung, was schön und hässlich ist. Wenn ich jetzt mir junge Menschen nehme, die sich ihren Körper zupflastern mit der Dusche, das ist nicht das Problem. Es geht nicht, ob das richtig oder verkehrt oder schön oder hässlich ist. Für die ist es schön, es erscheint schön, weil sie nachäffen, weil sie programmiert sind. Die Frisuren, die Mode, ich bin immer wieder darauf eingegangen. Das wechselt aber ständig. Mhm. Was mein Thema ist, ist nicht, ob man das machen soll oder nicht machen soll, ob man das schön oder hässlich empfindet, sondern mein Thema ist, du äffst es, wenn du das schön empfindest, einfach nur geistlos nach. Und wenn das um dich herum keiner machen würde und du wärst der Erste, ich verweise einmal noch Vortrag vor 25 Jahren fast. Sagen wir vor 20 Jahren, mein Zungenbissing-Beispiel. Mhm. Kein normales Säugetier wird sich Eisen durch die Zunge schießen, weil es schön oder geil ist, weil es das haben will, sondern es will irgendwo dazugehören. Okay. Du passt dich schlichtweg um dich herum. Das nachgeäffte Wissen fängst du irgendwann einmal an, das nachzuäffen. Das nennt man dann Mode, das ist modern. Ich sage, modern ist modern. Du musst es nur etwas anders betonen, dann kippt es ins Gegenteil. Dann haben wir das nächste, weil ich die Fakten, alle reden immer vom Fakten. Ein Faktum ist einfach nur eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache und die Tat besteht darin, dass du jetzt an irgendwas denkst. Das suchst du dir übrigens nicht raus als träumender Geist und das, was du denkst, wird genauso sein, wie du es denkst und es kommt aus dir. Und wenn du dir jetzt einmal Gedanken machst über deine Welt da außen, über Politik, dann schau einfach, was du denkst. Und ich behaupte, egal was du jetzt denkst, über Politik, über Russland, über Physik, du äffst irgendetwas nach. Mhm. Sogenannte offizielle Wissen. Mhm. Und die Erbärmlichkeit der Menschen, die ihr Geldgeil hat, wenn man jetzt die Corona-Krise, das waren übrigens Prüfungen. Prüfungen nur für einen Allereinzigen, nicht für die Menschen, die du dir ausdenkst, sondern für dich. Ich habe sehr wohl registriert, wie du darauf reagierst. Ob du wieder ein Mitläufer bist, dann zerbröselt es alles. Auch da reichen zwei Seiten nicht aus. Ich sage mal zwei, vier Seiten, acht Seiten, die immer gleichzeitig sind, aber welche Perspektive du letztendlich dich unterworfen hast. Ich sage auch immer wieder, gibt es Kaisers, was des Kaisers ist. Halte dich zuerst einmal an die Spielregeln deiner Traumwelt.
Ich kann aber durchaus mich an die Spielregeln halten. Ich kann mir zum Beispiel bei Corona, wenn das Pflicht ist, eine Maske aufsetzen, ohne dass ich das richtig oder gut heiße. Es bringt nichts, wenn du einen Revoluzzer machst, es bringt dir nur Ärger ein. Momentan. Hängt immer von der Situation ab. Aber dieses ganze Mitläufertum ist so unendlich erbärmlich, und was noch viel erbärmlicher ist, das sind die ganzen Ärzte, die das Spiel mitgemacht haben. Es sind ganz, ganz, ganz wenige. Ich mache jetzt immer so Gespräche mit der Nadja, das ist die blau angezogene Pixelfrau, der Bruder, sie ist ja Ärztin und ihr Bruder ist auch Arzt. Mhm. Und sie sagt mir, sie ist mit viel nicht einverstanden, was ihr Bruder macht, aber da sagt sie, war er absolut voll dagegen vom ersten Moment. Er wollte diese Spinne mitspielen, und der Preis war, dass er unheimlich viele Patienten verloren hat. Da muss man seine Überzeugung der Erkenntnis treu sein. Und alle, die jetzt bis zum heutigen Tag immer noch hier dieses Corona-Horn, da muss man, wird der sehr gewählt, drücken die sich mittlerweile aus. Diese Rechtfertigungen kannst du innerhalb dieser Traumwelt überprüfen, ob man ein Schweinegeld mit Corona verdient. Das Geld ist eine Sau. Es gibt das ganze System um und es bleibt Cut. Ja. Jetzt kommt Holofeeling. Du darfst nicht einen einzigen Bruchteil einer Sekunde vergessen, dass das Einzige, was existiert, ist deine momentane Information. Da außen ist keine Welt. Da ist keine Erdkugel außen, und das war auch nie eine Erdscheibe. Da außen sind keine Sterne und keine Sonnen, keine Geschäfte. Du träumst jetzt. All das, was du in der Lage bist, dir momentan auszudenken, ist in dir drin. Es ist im Meer in dir drin. Immer. Das ist Elhayo. Und was auftaucht, ist irgendeine Facette aus dieser unendlichen Vielheit, die in dir drin ist. Ja. Und wenn ich jetzt immer wieder sage, du arbeitest nur mit, und du greifst nur auf die Datei zurück, die ich jetzt mein Intellekt nenne, in einer Ich-Form. Du hast einen gewissen Intellekt, und jetzt ist es so, dass aus deinem Intellekt natürlich viele, viele Sachen auch Menschen entspringen, die Sachen äußern, wo dir die Haare zu Berge stehen. Jetzt sind wir wieder beim Tassenbeispiel. Ja. Wenn du träumst, muss dir klar sein, dass egal wer in dir jetzt auftaucht, gleichgültig ob der Pixelmännchen beim YouTube-Video ist oder eine Fernsehsendung, ein Nachrichtensprecher ist, oder jetzt dieser Udo Petscher, dieses Pixelmännchen, egal wer in dir auftaucht, das ist eine Figur, eine Existenz in deinem Traum, die aus deinem Intellekt entspringt. Mhm. Und was geträumte Figuren in einem Traum reden, bestimme nicht diese von dir ausgedachten Figuren, sondern das kommt aus dem träumenden Geist. Und da der träumende Geist zwar alles, was er träumt, in sich selber, in seiner Traumwelt erschafft, gleichgültig, ob das nur Gedanken sind oder ob es sinnlich wahrgenommene Informationen, ob du das auf die Feuerbrille holst. Mhm. Es ist ein Dasein müssen, das aus ihm selbst entspringt. Er kann sich nicht raus, so was er träumt. Jetzt immer wieder ein Kugelschreiber schreibt ein Gedicht. Das ist dieser eine Satz. Alles Ausgedachte ist ein Dasein müssen. Es wird so sein, wie es von dir gedacht wird. Ich bin immer noch am Anfang des Gespräches. Und jetzt beobachte dich mal, mit wie vielen Sachen du nicht einverstanden bist, die du dir ausdenkst. Und die sich nicht raussuchen können, dass du sie jetzt denkst. Wann denn sonst? Wenn du was denkst, kannst du es immer bloß jetzt denken. Die können sich auch nicht raussuchen, wo du die hindenkst, räumlich wie zeitlich. Meine berühmten Kängurus nach Australien, die Neandertaler in der Steinzeit und den Eiffelturm nach Paris. Was haben diese Sachen gemeinsam? Ein Beispiel, das sich hunderte Male wiederholt. Ja, den, der sich das jetzt ausdenkt. Und wo befindet sich jetzt diese Neandertaler, sind die jetzt in der Steinzeit? Nein, das sind hier und jetzt ein Gedanke, das ist ein Faktor. Und die Kängurus sind die in Australien, die ich mir jetzt nach Australien denke. Wo ist eigentlich das Australien? Ja, auf einer Erdkugel, auf der anderen Seite von der Kugel. Ich bin ja jetzt da. Ich sage, nein, all das Zeug, was du denkst, ist in dir drin. Berosche die Mitten dieses Kopfes, wird Himmel und Erde erschaffen. Und zwar genauso, wie deine Logik dir das vorschreibt. Beschwören kannst du das nicht. Was du beschwören kannst, ist das, was ich dir jetzt erkläre. Das ist hundertprozentig sicher. Und jetzt mache ich wieder den Sprung, dass ich sage, genau das steht in allen heiligen Schriften, gleichgültig, ob das der Koran ist, ob das
die Tora, der Tenach ist, ob das das Neue Testament ist, ob das die Bhagavad Gita ist, ob das das Büchlein Lewis, ob das ein Physikbuch ist, ob das ein Chemiebuch ist, überall steht exakt dieses Phänomen drin, wenn du das in einer einheitlichen Form auslegen kannst und verstehen kannst. Wer es hundertprozentig sicher nicht versteht, was in ihren Physikbüchern drinsteht, sind die Physiker, die du dir jetzt ausdenkst. Das ist ein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Ich sage, ich erkläre im Band 8 diese 8 Ohrenbohrungen, der erste Grundweite, auf eine kindgerechte Art und Weise einen 13-Jährigen, dass von außen gar keine Lichtstrahlen in dich reingehen kann, das beweist die Einstein-Formel. Arithmetisch mit einer absoluten arithmetischen Präzision. Aber haben wir nicht festgestellt, dass Menschen nicht mehr selber denken, sondern bloß nachäffen? Ich kann immer wieder nur sagen, wenn du Chemiker bist, PCR-Test, egal was. Oder du arbeitest in einem Labor und machst das, was machst du eigentlich? Was ist eigentlich da, wenn du was machst? Du siehst nur eine anerzogene Interpretation von Erscheinungen. Aber nicht mehr das, was jetzt da ist. Jetzt fällt mir wieder der Gassner ein, der vor dem Monitor sitzt. Das ist ein Photon im Flug. Und Gott sei Dank ein Monitor. Ich sage, nein, das ist ein Monitor mit flackernden Lämpchen. Ja. Und jetzt kommt die Falle. Erwähne ich immer wieder. Ich stelle euch unten die Publikation rein, wie die das in Japan aufgenommen haben. Nach F. Und dann wirst du feststellen, dein ganzes physikalisches Weltbild zerreißt sich in der Luft. All das, wenn ich frage, zeig mir das, wie haben die das gemacht? Wie hat der Mendeleev eigentlich sein Periodensystem zu der Zeit entdeckt? Ja. Wie haben die im 18. Jahrhundert die Frequenz von irgendeinem Ton gemessen? Joe 1849, wie hat er die Lichtgeschwindigkeit gemessen? Kann man alles nachlesen. Müssen wir selber genauer hinschauen und sagt, so kann das gar nicht gewesen sein. Das sind Kleinigkeiten. Mein Erdkugelumfang, das Allerschönste auf der Welt überhaupt. Ja. Eratosthenes, oder wie heißt der Typ hier, 240 vor Christus? Das sind Kleinigkeiten. Jeder äfft es nach, das sind meine Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Von mir bewusst erschaffen. Und jetzt kommen wir ganz glatt, ganz kurz, das mache ich jetzt noch spaßhalberweise, einen kleinen Moment. Upsa. Schalte ich einmal ganz kurz um. Und zwar schauen wir jetzt einmal die kleine Vorsilbe A an. Die Vorsilbe A in unseren sogenannten indogermanischen Sprachen ist jetzt erst einmal Griechisch und Latein. Die sind ja oft sehr, sehr gespiegelt. Und ich sage mal, die Vorsilbe A sollte dir klar sein, es ist in der Regel eine Verneinung. Wenn jemand asozial ist, ist er nicht sozial, sondern nicht sozial. Und unser Amartya, was eigentlich Zeuge heißt, Amadeo kommt eigentlich hier von nicht bezeugen können, wenn man dann das Verb mit einfügt. Und wir müssen noch umschalten. Umschalten. Jetzt müsst ihr das Bild haben. Jetzt ist da. Ja, jetzt ist da. So, und jetzt passt doch mal auf. Wir schauen jetzt ganz einfach mal hier das A an. Wir gehen erst einmal in das Griechische rein und machen mal griechisches A. Und wir schauen jetzt einmal hier bei dem Text mit den A, was da drin steht. Als Vorsilbe ist jetzt das einmal A ist der erste Buchstabe des griechischen Alphabets. Zeichen A ist 1, aber auch die 1000. Das ist jetzt die Gleichheit hier mit unserem Hebräischen. Wobei die angeblich nichts miteinander zu tun haben. Das ist jetzt die 1 als Aleph ausgesprochen, aber das kann man auch Elef aussprechen. Und wenn man das Elef aussprechen, dann heißt es nämlich 1000 auch unendlich viel, weil das ja ein lautloses Zeichen ist. Okay, dann geht's. Ein Präfixum, ein Asteretikon, Privativum, davon gänzlich verschieden. Ich lasse mal ein Kopulativ in der Bedeutung von Arma. Die müssten wir jetzt nachschauen. Die Arbeit will ich mir jetzt gar nicht groß nehmen, weil die alle sehr, sehr interessant sind, wenn wir uns das genauer anschauen, was das bedeutet. Zugleich zusammen mit, wie geht's, wo steht jetzt da eigentlich, dass das eine Verneinung ist? Daran schließt sich, ist wohl eins damit, Epi, Adikon, ein Intensivum genannt, des Stammwortes, und jetzt ist es hier, den Satz finde ich ganz klasse, die alten Grammatiker führen noch an, A bedeutet Omega,
Das hast du eigentlich hier sehr groß. Das Mega A ist was ganz was Großes. Wir können ja das LF, denk an das LF, was ja 1000 heißt und unendlich viel. Wir schauen, was die Maschine übersetzt. Der Große, das Ross, sagen wir unseren Jesus, ist E-Quadrat. Dann nochmal hier nochmal, was ist das hier? Das sind so kleine, ich mache mich immer Tastamazon-Deppen. Wir schauen ja sehr groß, mega. Okay, alte Grammatik, wir führen noch an, dass das groß bedeutet. Wenn auch nicht alle von der alten Etymologie auf diese Weise erklärt, dann würde hier von hierher gehören, so geht man doch zu weit, wenn man diese Verstärkung des Bedeutung, die verstärkte Bedeutung des Aleph ganz leugnet. Also das Aleph in einigen Wörtern, aber besonders in solchen mit zwei Konsonantengruppen und man muss Wurzelforschung betreiben. Wieso ich jetzt das so mache, dann ist das A ein Ausruf des Unwillens und jetzt kommt natürlich im Griechischen, hat es da so Strichchen drüber und eine Schlangenlinie und ein Strichchen, ein Ausruf des Staunens. Wir können dasselbe jetzt auch machen im Lateinischen. Mal ein A. Erster Buchstabe, jetzt haben wir wieder dasselbe Spiel. A bedeutet, ach, A, Ausdruck der Wehmut, der Überraschung. A ab, steht vor Konsonanten. Von her, her, von heraus. A priori zum Beispiel, ist jetzt sehr interessant. Es kommt Prio von vorher, heißt es. Aber A, wo ist jetzt, wenn ich behaupte, dass das eine Verneinung ist? Von herab, fortsetzen, von aus, da kommt es ganz unten, wo wir runtergehen, ganz von der Zeit. Wollen wir doch mal schauen, wie vielfältig das Ganze wird. Mein Bonbon kommt noch, ein Weg tun. Abdünnend. Pass auf, der Trick ist ganz einfach. Der Trick besteht in dem kleinen Wort. Was ist ein Privatum, Peter Fetting? Sie sind doch ein Lehrer. Ein Privativum. Was ist ein Privativum? Das beginnt erst einmal mit dem Wort Privat. Schau, jetzt ist es sehr interessant. Das kann, Helene, du bist doch auch schon in Rhetorik gewesen. Was ist ein Privativum? Das Eigentum. Ganz toll, aber nicht ganz richtig. Wir schauen uns das einmal an. Okay? Wir gehen ins Lateinische und dann gehen wir zuerst einmal privat ein. Wohlgemerkt, für dich, kleiner Geist, du denkst jetzt, wenn du an Peter Fetting denkst, das ist ein Lehrer, ein altgedienter, hervorragender Pädagoge, ein Lehrer. Die Helene ist Lehrerin, sie war Schulrektorin. Was hast du ein Leben lang vor Holofeeling gesagt, wenn du das Wort Mathematik gehört hast, was Mathematik bedeutet? Rechnen. Alles klar. Ich kann wieder sagen, Rechnen hat nicht, absolut nicht das Geringste, das Wort Mathematik hat nicht das Geringste mit Rechnen zu tun. Es heißt schlichtweg und einfach, Mathe ist das gelernte Wissen und Mordikus ist ein Dummkopf, ein Tor, ein Schwätzer. Jeder normale Mensch, jeder Professor, auch ein Chemieprofessor, jeder Arzt, ein Professor der Medizin, sind alles Mathematiker. Es sind geistlose Schwätze, die das nachäffen, was man ihnen an der Uni erzählt hatte, ihr gelerntes Wissen rezitieren. Das ist das, was ist. Das sage ich dir mit Holofeeling. Holofeeling tut zuerst einmal weh. Muss aber nicht weh, du kannst auch einen Freudenschein auslösen. Einen Freudenschrei. Wir machen mal privat. Was heißt Privativum? Privat, Privatarius, zu einer Privatbande gehörig, ein Privat. Aber interessant wird, privatim, privatus, ohne Beziehung zum Staat. Als ein Pri heißt ja vorher. Als ein Mann leben, der eigentlich schon, bevor du dir einen Staat ausdenkst, lebt. Der hat keine Beziehung, setze den Staat jetzt einfach für irgendein raumzeitliches Regelsystem. Alle Zeiten haben ihre Zeiten, ihre Führer, ihre Fürsten, egal was für ein Staatssystem existiert. Ein Privatim ist einer, der keine Beziehung hat zum Staat, der selbstständig denkt. Ja, ja. Okay? Persönlich, jetzt haben wir natürlich die Maske, jetzt muss ich wissen, die Persona ist ja zum einen die Maske, die du trägst, aber der Geist hinter der Maske, Personare, der jetzt aus dieser Person Udo spricht, der Geist, der hinter dieser Maske sitzt. Das bin ich. Ich bin nicht diese Person, dieser Mensch und auch nicht dieses Programm. Dasselbe gilt für dich, weil ich nämlich behaupte, dass ich du bin. Der in seinen eigenen Angelegenheiten, in seinem eigenen Namen für sich selber was publik macht. Ich bin UB. Ob dir das passt oder nicht. Als der, der ich bin. Aber jetzt bin ich du. Wieso bin ich jetzt du? Weil ich der bin, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt.
Wenn du jetzt träumst, denkst du dir jetzt dieses Gespräch aus und du denkst dir den Udo aus. Also ich denke mir jetzt dieses Gespräch und den Udo aus, bist du schon ich. Dieses Ich, das sich das ausdenkt, ist nicht irgendeine ausgedachte Person. Stimmt oder stimmt? Und jetzt kommt das Privatio vom Privo. Wenn du das verstanden hast, dann kommst du in einen Bereich der Befreiung. Dann bist du befreit sein von irgendetwas, was du dir ausdenkst, weil du immer derselbe Geist bist. Ohne Wenn und Aber. Dein ganzes jetzt ausgedachtes Leben besteht aus ständig wechselnden Informationen, die an dir selbst noch nie irgendetwas verändert haben. Weil nichts kann sich nicht verändern. Du bist nämlich als Ding an sich etwas Nichtdenkbares, ein nichtdenkbarer Geist, ein träumender Geist. Das Wort träumender Geist ist genauso wenig wie ein träumender Geist, so wie das Wort nichts, nichts ist. Das sind zwei verschiedene Wörter. Ich kann wissen, was nichts ist. Ich kann es aber nicht in die Existenz heben. Wenn ich nichts sage, denke ich an das Wort nichts. Aber dieses Wort, dieses Geräusch, das in mir auftaucht, ist ja nicht nichts, das ist ja etwas. Und genauso ist es, wenn du an dich denkst, dann taucht was in dir auf, aber du selber bist was anderes als Mensch, als Aura. Okay? Ja. Jetzt interessant. Jetzt wirst du ein Privatus vom Brief oder du wirst was Abgesondertes vom Staat, von den ganzen Gesetzen deiner Welt. Wie war das nochmal? Ich habe mich auf dem Operationstisch liegen sehen. Du siehst einen Operationssaal, den du dir ausdenkst. Du wirst aber nie sagen, die auf dem Operationstisch bin ich und die Ärzte drumherum bin ich nicht. Der, der immer ist, der ewig ist, der nicht denkbar ist, ist all seine Gedankenwellen, die in ihm auftauchen, aber nicht irgendeine bestimmte davon. So wie das Meer alle Wellen ist, aber das Meer als Ding an sich ist keine Welle. Das sind Sätze von Holofeeling, die jeder 13-Jährige verstehen kann, wenn er Geist ist. Okay? Ja. Das heißt, du bist abgesondert, du bist auch nicht mehr auf ein einziges Individuum beschränkt, auf eine einzelne Person. Interessant, ne? Ja. Und so weiter. Das Privativum ist eine Verneinungsform. Ist die totale Beraubung von irgendetwas. Da steht, wo ich sage, wo steht, dass das alles eine Verneinungsform ist? Ganz vorne. Jetzt können wir das Wort uns natürlich auch, das Asterikon, nochmal genauer anschauen. Aber mir geht es darum, dass du das irgendwann einmal checkst. Ist da gar nicht drin, oder? Nichts. Das ist die Verneinungsform. Und das ist das Spiel, die Dummheit der Menschen. Was denkst du bei dem Wort Fakten? Das sind so kleine Beispiele. Es ist eine riesige Selbstbeinheiligung, die du betreibst. Du kannst mir noch so gebildete Menschen bringen. Ich kann dir einen Professor für Altgriechisch, der weiß das. Aber der weiß viele andere Sachen nicht. Der weiß, dass Mathematik eigentlich nur das gelernte Wissen von Dummköpfen ist. Und die hängen an Axiomen, an Dogmen. Axiome, ihr seid noch stolz, weil ihr Axiome habt. Das sind Glaubenssätze, die man in keinster Weise beweisen kann. Was ich dir zeige, beweise ich dir mit 100% Sicherheit. Jedem Kind hier und jetzt sofort auf der Stelle. Holofeeling zwingt dich nicht, irgendetwas glauben zu müssen, was nicht du mit deinem jetzigen Intellekt sofort auf der Stelle überprüfen kannst. Da du jetzt des Altgriechischen nicht mächtig bist oder des Lateinischen, kann man doch nachschauen. Du kannst durchaus nachschauen, aber du musst aufhören, nachzuäffen. Selber denken ist gefragt. Da gibt es ganz, ganz einfache Regeln in Holofeeling. Du machst dir jetzt erst einmal bewusst, mit welcher Seite du sympathisierst, wenn es um Meinungen geht, Perspektiven geht. Und dann musst du hundertprozentig wissen, jede Meinung ist immer eine kleine Facette von einer höheren Kollektion. Das beginnt mit der Tasse. Ein altes Beispiel von mir, wo wir gestern noch mal kurz hier und jetzt gedacht natürlich angesprochen haben. Das ist die Sache, probier das bitte mal in deinem Bekanntenkreis aus. Nimm ein weißes Blatt Papier, mal ein Haar drauf, leg das auf den Tisch und dann fragst du deine Bekannten schlichtweg und einfach zwei Fragen. Was ist das? Oder wir sagen mal ganz einfach, was siehst du? Und deutest dann auf das weiße Blatt Papier mit dem Haar. Und dann werden die dich das da mal anschauen, weil die gar nicht wissen, was du willst. Ja, was siehst du jetzt? Was ist das? Und garantiere ich dir, jeder sagt, ja, ha. Das ist ein Blödsinn.
funktioniert. Das ist ein H auf einem weißen Blatt Papier. Fantisch. Das ist, du lässt den Hintergrund weg. Wie war das gerade mit dem Monitor? Schau mal wieder um den Monitor rum. Wo war jetzt der ganze Zeit das um den Monitor herum? Ja. Was noch viel geil ist, wo waren jetzt die ganze Zeit deine Beine? Deine Brille, wenn du ein Brillenträger bist. Jetzt könnte ich wieder sagen, die Erdkugel. Die wird doch irgendwann, ist es so schwer zu verstehen, dass immer nur das existiert, was du jetzt denkst. Und wo ist es, wenn du es nicht denkst, dann existiert es nicht, es ist aber da. Ist übrigens jetzt die ganze Zeit auch die Tastatur vor dir da gewesen, vorausgesetzt, du hast kein Handy in der Hand. Stimmt oder stimmt? Hast du sie gesehen? Als auf deiner Verabredung war so höchstwahrscheinlich. Vorausgesetzt, du sitzt jetzt vor einem Computer oder einem Laptop. Das merkt man, muss immer wieder, es gibt immer noch andere Perspektiven. Das heißt also, das geht um Fakten. Fakten, ein Faktum, nochmals eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache und die Tatsache schlichtweg und einfach, dass du das jetzt denkst oder jetzt anschaust. Und weil du das jetzt denkst, das ist es tun oder anschaust, sprich auf deine Farbe holst, existiert es. Und alles, was du jetzt nicht denkst oder nicht anschaust, existiert auch nicht. Aber es ist da, so wie alle Bilder gleichzeitig auf der Datei da sind, die übrigens nur dann existiert, wenn du an die Datei denkst. Genauso wie ein Buch, wenn du einen spannenden Roman liest, immer nur dann existiert, wenn du ganz gezittert das dich an den Affen, der ein Buch in die Hand hält, denkst du jetzt. Da sitzt einer, der hat ein Buch in der Hand. Aber was passiert jetzt, wenn du Geist anfängst zu lesen? Ja, dann hast du das Buch in der Hand, du schaust auf die Worte, ich erzähle das immer wieder. Und während du die Worte anschaust, im Anfang war das Wort, wirst du aus den Worten Vorstellungen generieren. Es ist so wie ein Computer aus einer Datei aus Einsen und Nullen, mehr oder weniger in einem riesen komplexen Berechnungsprozess Bilder oder Geräusche aus dem Lautsprecher generiert. Je nachdem, ob es jetzt ein Film-DVD ist oder bloß eine Musik-CD ist. Es ist eine Datei. Und in dem Moment, wo das Spiel in dir beginnt, in dir Geist, ist auch das Buch und der Leser nicht mehr da. Es sitzt keiner, der umblättert. Der ist echt wieder da, weil wir es denken. Du kannst dein Denken übrigens nicht abstellen. Nicht eine Sekunde. Es gibt nicht einen einzigen Moment, wo du was nicht denkst. Ist dir jetzt die ganze Zeit bewusst gewesen, dass du überhaupt keinem Menschen zuhörst, sondern einen Lautsprecher? Und der Lautsprecher existiert auch jetzt erst wieder, weil ich den Lautsprecher ausspreche. Und du wirst jetzt, wenn du in dich reinschaust, feststellen, dass eventuell ein Rechthaber in dir drin ist, der sagt, was ist das für ein blödsinniger Schwätzer, wenn da nicht die ganze Zeit der Lautsprecher da außen wäre, dann hätte ich jetzt die ganze Zeit nicht diese Schallwellen gehört. Die Schallwellen wohlgemerkt, die du dir auch jetzt ausdenkst, die du als Ursache siehst für das, dass du jetzt diese Stimme hörst. Sind nur Gedanken vollkommen. Es ist ein Riesengefängnis, wo dich diese Logik einsperrt. Da brauche ich den Intellekt, um das zu durchschauen. Ich muss Geist sein. Wir sind in einer absoluten Endzeit. Sollte die AfD sich in irgendeiner Form durchsetzen, dass jetzt Frieden ausgehandelt wird und dein Leben normal weiterläuft, dann ist ja scheiße gelaufen. Sollte jetzt irgendwie elementar was passieren, ein Atomkrieg, der alles zerstört, dann wirst du wach. Habe ich dir jetzt Angst gemacht? Was mir jetzt wichtig ist, schau mal nach, was du haben willst. Das, was du haben willst, ist nicht deine Meinung. Es ist die Meinung deiner Logik. Und ich sage immer wieder, du hast keine eigene Meinung. Weder deine religiöse Einstellung, deine politische Einstellung, deine Einstellung, was schön ist und was hässlich ist, was gesund ist und was krank ist, all das ganze Zeug ist geistlos nachgeäfft. Es sind winzige Facetten aus einem Riesenkomplex, wo alles gleichzeitig da ist. Egal, wenn einer den Mund aufmacht, weil er eine gewisse Meinung vertritt. Es ist eine winzige Facette aus dem Internet, die er aufgeschnappt hat und sich wie ein Virus eingehandelt hat, wo er meint, das ist die einzige Wahrheit der Welt. Holofiden erklärte, dass all diese Wahrheitsfacetten winzige Puzzlestücke sind von einem heiligen Ganzen, von der Tasse, wo keiner eine Ahnung davon hat, was das eigentlich ist. Und ich sage jetzt zu dir, Dadran Assi, das bist du. Heißt es in meinen Upanishaden. Was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Du selbst. Beginne einen allereinzigen Satz von mir wirklich zu verstehen, dass dir bewusst wird als Geist, hey, der Typ hat ja recht. Und wie?
Es geht nicht um Macht haben wollen. Welt verändern wollen, die verändert sich von ganz alleine. Was konntest du tun, dass du jetzt ein alter Sackmann bist, wenn du der Peter Fetting bist? Das sind lauter solche Erkenntnisse, je nachdem. Jetzt schau, denk an dich, denk an deinen eigenen Körper. Vielleicht bist du 25. Darfst du noch einiges erleben, glaub es mir. Und das ist alles schon passiert. Es ist wie in einer offenen Welt in einem Videospiel. Das sind sehr einfache Metaphern, wo ich sehr vielfältig in diesen fast 32 Tagen rund um die Uhr selbst Gesprächen darauf eingegangen bin. Ja. Wann soll ich das alles anhören? Musst du nicht überhaupt, du hast so unendlich viel Zeit, glaub es mir. Das ist schon mal hier zu meinen, dir läuft die Zeit davon, die es nicht gibt. Ich erkläre, es gibt keine chronologische Zeit. Es gibt nur zwei Sachen in der Transversalen. Es gibt einen Riesenkomplex, in dem alles gleichzeitig da ist, nur das Gott oder Internet oder den Urknall, bevor der geknallt hat. Es ist nicht denkbar. Es ist nichts. Das Wort nichts ist nicht nichts, aber wir wissen, was nichts bedeutet. Und dasselbe gilt jetzt gespiegelt für alles. Es ist nichts und alles gleichzeitig. Al auf Hebräisch, la. Nichts. Und auseinandergeschmissen explodiert in unendlich viele Facetten, wo du immer nur kleine Spritzer siehst, die in dir auftauchen und jeder neue Gedanke zerstört ist. Jetzt versuche mal 5 Minuten an was nicht zu denken. Dann kommen wieder die Ja-Aber-Sage. Ja, heute Nacht habe ich 5 Stunden geschlafen wie ein Stein. Denkst du dir jetzt? Es gibt bloß jetzt. Du machst jetzt eine Vergangenheit, wo du in Form von ständig wechselnden Worten, die du denkst, dir denkst, dass du hier so und so viele Stunden geschlafen hast, ohne an was zu denken, ohne zu träumen. Aber auch das existiert nur, wenn du es denkst. Auch ein Satz von mir, um etwas zu verneinen, musst du zuerst einmal etwas postulieren, dir ausdenken, wo du behauptest, dass das nicht existiert. Wenn einer sagt, Gott kann nicht existieren, sagt du immer, stimmt. Du hast so nie hören, dass irgendeiner nicht recht hat, wenn du nicht an ihn denkst. Wenn du an ihn denkst, existiert das Wort Gott. Und das, was du dir aus Gott für eine Vorstellung aufbaust in dir. Aber all diese Gedanken existieren nur, wenn sie gedacht wird. Der Gott genauso wie das grüne Maßmännchen. So, und jetzt bringen wir deine ganzen religiösen Spinner. Es hat eine tiefe Symbolik. Nochmal, alles, was in dir auftaucht, ist wichtig. Das ist dieses Liebe deine Feinde. Ich wiederhole das immer und immer wieder. Halt doch einfach diese einfachen Gebote. Du bist ein Adam, wenn du mich sprechen hörst. Wenn du jetzt an ein Säugetier denkst, an einen Menschen denkst, das ist ein Enosch, ein sterbliches Säugetier, unheilbar krank, kannst du in jedem Wörterbuch nachlesen. Und Mathematiker sind geistlose Schwätzer, kannst du in jedem Wörterbuch nachlesen. Ich benutze, wenn du wirklich Holofeelings ist, deine Wörterbücher, die du in dir wachrufen kannst. Und schau mir das ganzheitlich an. Was bedeutet Ästhetik? Frag mal deine Mitmenschen. Frag dich selber. Dann neu zu, alles schön. Schön, ästhetisch halt. Weiß doch jedes Kind. Was kein Kind weiß, über das in ein Wörterbuch reinschauen, ist das einfach bloß wahrnehmen. Etwas wahrnehmen, eine Wahrnehmung. Jeder Moment, der auftaucht, ist für einen lieben, alles liebenden Geist ohne Feindbilder was Schönes. Hey, so habe ich das ja noch nie gesehen. Wenn ich jetzt die Tasse, nehme ich einmal den Uno und sage immer, ich bin ein riesengroßes Arschloch, kann er das sein, muss er mal bloß rumdrehen und die Hose runterlassen. Das ist eine andere Perspektive von mir. Da vorne schmeiße ich was rein und hinten kommt es wieder raus. Ja. Wie verwandelt. Ja. Das ist Kakophonie. Ich fange jetzt langsam an, die Welt zu furzen. Das beginnt mit FUR. Ja. Das ist, wir holophilische Menschen wissen, das ist das Schicksal, genau. Das Selbstgemachte. Das sind meine Exkremente. Genau. Bis du alles in dir behältst. Genau. Ja, wie beim Kind, wenn der Baby löffelst und dann macht er sein Bäuerchen und dann kommt der Kotze die Hälfte wieder raus und er muss das erst einmal lernen, alles, was er in sich behält. Habe ich nicht vor 2000 Jahren gesagt, du wirst irgendwann nochmal begreifen, das, was aus dem Menschen herauskommt, verunreinigt ihn. Ja. Das, was in ihn hineingeht, kann dich nicht verunreinigen. Das kann dich auch nicht umbringen. Das ist ein Heilungsprozess. Ja.
Das ist immer, ich kann nur, es macht keinen Sinn, tiefer in die Struktur zu gehen für eine, die sich interessieren. Das ist ein Akt der Reife. Darum sage ich, solange du dich nicht für die Sprache interessierst, für dich, zuerst einmal für dich selbst interessierst, solange du in dem Wahn lebst zu glauben, du wüsstest, wer du bist, bist du extrem unreif. Solange du noch machtgeil bist, publicitygeil bist, gierig bist nach Geld, bist du noch ein extrem unreifer Geist. Solange du noch in einer einseitigen Glaubenswelt lebst, gleichgültig ob die religiös oder politisch ist, bist du noch ein unreiferer Geist wie alle anderen unreifen Geister. Ein einseitiger Rechthaber, der in keinster Weise in der Lage ist, das ein Beispiel zu verstehen. Und es löst sich von selbst auf. Und wir können in größere Komplexe reingehen. Ist jetzt nochmal die Tasse steht, das Haar auf dem weißen Blatt Papier. Du siehst, wenn du ein Haar auf einem weißen Blatt Papier anschaust, sagt dir, ja, das ist ein Haar. Ich sage, nein, das ist ein Haar auf einem weißen Blatt Papier. Stimmt das? Blödsinn. Das ist ein weißes Blatt Papier, das auf ein Tisch liegt, auf ein Tisch liegt. Da ist die Sprache. Das heißt nämlich eine Erscheinung, die plötzlich in dir auftaucht, wenn man das Hebräisch liest. Und dieser Tisch wiederum ist es auch nicht der Weisheit letzten Schluss, weil der steht am Z im Meer, in einem Zimmer. Und Z steht für Geburt. Die Geburt im Meer ist eine Erscheinung, die in dir auftaucht und da ist eine Wahrnehmung drauf. Das ist es. Und wo kommt das Ganze her? Aus dem Meer. Ja, vom Papier. Papi erweckt. Papier. Hebräisch heißt es dann, Papi erweckt das Ganze. Pa wiederum, PH heißt hier. Wo? Hier. Und wie? Pi, aus der Weisheit Gottes. Papi erweckt das Ganze aus der Weisheit Gottes. Das ist das Spiel mit der Sprache, wo man sie versteht. Ja. Da darf kein Yoda verloren gehen, keine Punktierung, keine Masora dran machen. Diese ganze, wenn wir uns jetzt hier wieder unseren, mit der Tageslose, der sich hier nur aufgeilt auf seiner geistlos nachgeäfften hebräischen Grammatik, die in dem Urhebräischen gar noch nie existiert hat. Mhm. Was diese heiligen Schriften so extrem entheiligt. Mhm. Weil eben die Vielfältigkeit des einzelnen Wortes verloren geht. Indem ich behaupte, Krebs ist bloß eine ganz schlimme Krankheit. Alles andere sind Lügner, die wo was anderes behaupten. Der Henkel ist rechts und jeder, der wo was anderes behauptet, ist ein Lügner. Also. Putin ist gut und jeder, der wo was anderes behauptet, ist ein Lügner. Nein, Putin ist ein Schlechter und ein Schlechter, Schlechter. Jeder wirft den anderen seine Lügen vor und du wirst von keinem mehr beschissen zur Zeit wie von deiner Elite. Und da meine ich nicht nur die Politiker und die Presse. Ich meine auch jeden Arzt und jeden Physiker und jeden Chemiker, der dir was erzählt, weil er einfach nur eine Einseitigkeit nachläuft. Und dann stehst du ganz alleine da, du stehst nackt und ganz alleine da. Das ist eine Grundvoraussetzung, dass ich dich komplett verwandle. Mhm. Es ist so auch bei Ehebauern. Wenn ich jetzt, die Helene hat es hinter sich und... Ganz vor uns. Ich habe es noch vor euch, aber es geht. Helene, es geht. Es ist am Anfang, man muss wirklich bei sich bleiben, einfach die alten Selbstgespräche mit der Helene, wie ihr Toni gestorben ist. Die ähnliche Situation. Und du wirst merken, es ist immer noch, Helene hat gar nichts mitgekommen, weil die Helene eine Figur in deinem Traum ist. Mhm. Und der Peter und die Margot werden es auch nicht mitkriegen. Und ich bin davon überzeugt, dass du dir überhaupt nicht den Kopf machst, wie es an Peter und an die Margot geht, die in deiner Welt, wenn du jetzt nicht in deinem Programm irgendeinen Bezug, in deinem Intellekt keinen Bezug hast, außer dass du hier Margot und Peter, das ist das ältere Pärchen, dass die jetzt durch Holofilien in Selbstgesprächen aufgetaucht sind. Wenn das nicht der Fall ist, sind nicht gedachte Gedanken. Mhm. Ich erzähle es denen, dass ich jetzt das Gespräch ausdenke. Merkst du, wie intensiv es davon abhängig ist, wer du zu sein glaubst? Ja. Genau. Ja. Mhm. Es ist alles ganz anders. Man wählt sich ohne Ende mit dieser materialistischen Logik, mit dem tierischen Verständnis, weil man einfach nicht akzeptieren will, dass das alles göttlich perfekt ist. Das beginnt, wenn du zuerst einmal was, egal was in mir auftaucht, das ist ein winziges Puzzle, Putzel. Wenn jemand noch sagt, hebräisch geschrieben, heißt das ausgebreitete Schatten, Betonung liegt auf B3 im Spiegel. Rei ist wiederum der Kopf des Schöpfergottes. Unsere Tetraederstruktur, da ist unendlich viel Physik im Hintergrund. Oder dann sogar, ich sage programmtechnisch, wie das programmiert ist. Aber wenn du jetzt wissen willst, wie ein Videospiel funktioniert, müsstest du irgendwie zuerst einmal Computer und Programmieren studieren an einer Uni. Da bist du aber wieder ein Fachidiot. Dann hast du überhaupt keine Ahnung von Geschichte oder von Philosophie.
Es geht Sackgassen. Holofeeling ist allumfassend und darum sage ich, das ist sekundär. Es geht erst einmal darum, was bist du und was sind deine Gedanken. Ich erwarte kein intellektuelles Wissen. Es reicht der Intellekt eines 13-Jährigen, der ganz normal sein Grund- oder Hauptschulabschluss. Nicht einmal das. Ich habe ja nicht einmal als Berufsschüler habe ich ja nicht einmal einen qualifizierten Hauptschulabschluss. Ich bin ja Vollprolet. Eigentlich ein lebender Beweis, dass für wirkliches Wissen du eigentlich gar nicht studieren musst, weil was passiert, wenn du was lernst? Jetzt kommt wieder die materielle Logik. Du meinst, das Wissen ist unabhängig von dir da außen und du musst jetzt von den unendlich vielen Wissen in den Bibliotheken oder im Internet, das du dir ausdenkst, obwohl ich, man achte auf das Wort Internet, das hast du ja nicht außer nicht. Du müsstest von da außen irgendwas in dich reinschaufeln und was du dann in dich reinschaufelst, in dein privates Kämmerchen, das ist dein Schwamminhalt, das ist dann mein Wissen. Das ist doch bloß angeeignete, es ist eine Anderung. Deine Meinung ist eine Anderung. Deine religiöse Meinung ist nicht deine Meinung. Hätte man dir in Elternhaus und Schule was anderes erklärt, hättest du einen anderen Glauben. Du hast nicht nur das Dassenbeispiel nicht verstanden, selbst wenn du jetzt so und so viele Selbstgespräche schon gehört hast, vielleicht seit 15, 20 Jahren Holofeeling mitmachst. Das kriegt jetzt die Nadja ganz massiv mit. Nach 20 Jahren Holofeeling kriegt sie mit, dass das zwar ich vor 20 Jahren schon erzählt habe, aber sie immer die ganze Phase noch ganz normal funktioniert hat. Deine religiöse, deine politische Einstellung ist eine Anderung. Wenn junge Menschen Kleber sich hinstellen, weil sie ihre Zukunft retten wollen und sich dann vielleicht noch Christen nennen, du solltest ein bisschen auf den Meister hören, der sagt, zeuge dich nicht um morgen und der erklärt dir, wieso du dich nicht um morgen sollst, weil morgen nichts passieren wird. Wie war das im vorhergehenden Selbstgespräch? Du kannst nicht einmal in 2 Minuten aufstehen. Jeder Moment, den du erlebst, erlebst du jetzt. Warum hörst du nicht einfach auf mich? Sorge dich nicht um morgen. Auch in Bezug jetzt, wenn du sagst, ich bin der Bilder, dass du die Margot verlierst oder umgekehrt. Du kannst deinen Partner nur lieben, wenn du ihn dir ausdenkst. Und dich selber. Müssen ja zwei doch sein. Ja. Sie liebt ihn. Er liebt sie. Ah, ist eines Tages ein Krach war da. Er zog die Monika am Haar. Oh, Almezi-Harmonika. Das ist lachen auch. Das habe ich auch noch nicht gehört. Da ist viel Weisheit mit dahinter. Ja. Ihr müsst das Lachen lernen, verdammt nochmal. Der Humor trägt dich über alle Abgründe hinweg. Nochmal, du musst dich denken und einen geliebten Menschen dir denken. Oder mehrere. Und erst diese Kombination, die von dir Geist ausgedacht wird, dass du sagst, ich liebe sie. Oder männlich, weiblich, austauschbar, zwei Schwule, egal was es ist. Das ist ausgedacht. Die existieren nicht. Weder dein Körper noch der andere Körper existiert, wenn du nicht daran denkst. Wo ist dann dein geliebter Partner, wenn du ihn nicht denkst? Ja, klar, in mir. Er ist da, wo er herkommt, in dir drin. In mir, genau. Und wo ist dein Körper, wenn du ihn nicht denkst? Ja, es heißt definitiv, Peter Fetting, den wir uns jetzt ausdenken, und Margot Fetting, wenn die nicht ausgedacht wird von dem, der sie sich jetzt ausdenkt. Und es ist immer derselbe, der sich die Sachen ausdenkt. Haben volle kümische Hochzeit, sind absolut eins. Ja. Wenn jetzt die Helene da sitzt, eine Witwe, wenn die Nadja da sitzt, auch eine Witwe. Das sind genau die Situationen in den beiden Fällen. Und sie studiert und sie sagt, boah, ich lese zurzeit in der Hologrammatik, das ist ja so irre. Oder ich lese zurzeit in der Kabbala des Javits, das ist ja absolut jeder einzelne Satz. Dann denkt dieser Mensch, der das liest, nicht eine Sekunde an seinen eigenen Körper. Er denkt auch nicht an den Körper seines ehemaligen Partners. Es ist die kümische Hochzeit passiert. Bis du dann wieder an dich denkst, Helene, und dir einen Doni ausdeckst und in dem Moment, wo du ihn denkst, entsteht der Doni in deinem Kopf und du sagst, den habe ich ja verloren. Stimmt. Du hast aus dem Zustand der Heiligkeit herausgehoben und wenn du nicht mehr denkst, fällt er wieder in dich rein. Nein. Ja. Ich drehe auch dieses Denken um 180 Grad. Und der Verwandlungsprozess, wieso sorgst du dich nicht um dich selber? Du hast da panische Angst, dass du stirbst. Sterben ist ja gleichgesetzt in deiner jetzigen Logik, mein Körper löst sich auf. Und ich sage es dir noch nie aufgefallen, dass das jeden Moment passiert, wenn du nicht an deinen Körper denkst.
Es ist dieser Wahnsinn des Materialismus, dich mit diesen Gedanken zu verwechseln, zu meinen, der ist ständig da außen, auch wenn du nicht daran denkst. Und du musst gehen, der ja eindeutig, hundertprozentig sicher nur existiert, wenn du an ihn denkst. Du musst diesen unabhängig von dir Geist existierenden Körper, der ja materiell ewig da ist, in deinem Traum, unabhängig als Materie, zumindest solange du lebst, du musst ihn am Leben erhalten. Es geht nicht. Weil nur das existiert, was du jetzt denkst und was du wahrnimmst. Und wenn du an deinen Körper nicht denkst, ist er wieder weg. Ja. Es ist Schattenboxen, ein vollkommen sinnloser Akt. Wenn du das verstanden hast, kannst du aus deiner ganzen Welt die komplette Schulmedizin und die Krankenhäuser rausstreichen. Ja. Ich führe dich in eine vollkommen neue Welt. Da wirst du feststellen, da geht es nur um Geld. Und jeder Arzt, der dir was anderes erzählt, ist einfach verlogen. Versuch denen das bitte nicht zu erklären, weil dann geht's weiter. Und die Politik, diese junge machtteilige Politik und die Klimakleber, denen wir erzählt haben, die Erdkugel ist ja da und die geht jetzt kaputt mit irgendetwas, nachgeäfft. Beweis es mir. Und dann bringst du Beweise. Wir gehen ins Internet und ist auch egal, was du mir als Schrift, als Seite, als Beweis zeigst. Ich zeige dir 1000 Seiten, wo es Gegner behauptet wird. Das sind ja Schwuppler. 97% der seriösen Wissenschaftler wissen, wer definiert, welche Wissenschaftler seriös sind. Ja, es ist doch vollkommen logisch. Was die sagen, ist doch logisch. Was die anderen sagen, ist unlogisch. Ja, mit welcher Logik bewertest du das? Sagst du, wo sich das aufhängt? Ja, ja. Und ich rede jetzt nicht in einer Anklage, Cut, von irgendwelchen Deppen, die ich mir ausdenke. Ja, einfach das wieder von vorne an. Kann ein Mensch, den du dir ausdenkst, anders sein, wie du in dir denkst? Genau. Ja. Wenn du einen Schwuppler denkst, dann ist er Schwuppler da. Und wenn du dir einen weisen, gescheiten Menschen denkst, ist er weiser, gescheiter Mensch da. Ja. Wenn du an den Udo denkst, was ist der für dich? Ich sage, Kat, schau einfach, was jetzt da ist. Ein Pups in deinem Kopf, der ist wieder weg, wenn du mich nicht mehr denkst. Ja, bester Freund. Du bist die Weisheit, du bist der Chef. Es ist keiner mächtiger wie du. Es gibt nicht so niemanden in deinem Traum, der mächtiger ist wie du. Das heißt, es gibt in einem Traum keinen, der mächtiger ist wie den träumenden Geist. Ja. Nicht einmal ein ausgedachter Gott hat einen Einfluss darauf, ob du ihn denkst und ob du sagst, den gibt es oder den gibt es nicht. Er wird so sein, wie du in dir denkst. Ja. Ja. Und mehr geht es nicht. Das muss installiert sein. Ja. Das musst du auch keinen deiner Figuren in deinem Traum erzählen. Weil das, was ich dir erzähle, wird niemals ein von dir ausgedachter Mensch verstehen. Keiner. Nicht einmal der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Du kannst einer vergänglichen Erscheinung nämlich nicht erklären, dass sie bloß eine vergängliche Erscheinung ist. Ich erkläre dir, was ewiger Geist ist, was Ewigkeit bedeutet. Und Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden, was selber ewig ist. Und du bist ewig, wenn du mich jetzt ausdenkst und sprechen hörst. Aber was du jetzt sprechen hörst, Kat, schau einfach, was du jetzt hörst. Jetzt wird dir zwangsläufig wieder der Lautsprecher in den Sinn kommen, der die ganze Zeit nicht da war. Aber der muss doch da gewesen sein, weil sonst hätte ich ja nichts gehört. Ich sage, du bist immer noch in dem Glauben, du blickst das zweite Gebot und machst dir was, dass irgendwas von da außen kommt. Von außen kommt nichts. Ja. Wenn du jetzt ein Physiker bist, müsstest du bloß wissen, was Einstein eigentlich entdeckt hat, was nicht aber Einstein verstanden hat. Auch ein Leben von mir. Darum steht in Ich bin du schon drin. Ich habe in meinem Leben als Einstein einige winzige Kleinigkeiten übersehen. Mhm. Die eigentlich da gestanden sind. Weil ich wieder auf den Leim meiner Lehrer und Erzieher gegangen bin und das hält dann dieses Leben weiter am Leben. Das ist mein Kabelstecker im Auto. Ja. Ich ziehe einen kleinen Kabelstecker ab und du kannst das Auto nicht mehr benutzen. Ich baue den ganzen Motor raus und du kannst das Auto nicht benutzen. Wie kannst du glauben, dass der Motor zum Fahren wichtiger ist wie der kleine Kabelstecker? Du bist der Kabel, der K-Abel. Du bist der Abel, den der Kain, der unstet und flüchtig in seinen Gedanken geworden ist, erschlagen hat in sich selber. Du bist dieser Kabelstecker. Wenn dein Ding nicht funktioniert, fehlerhaft ist, kann die Welt, die du dir ausdenkst, nicht heilig sein und in Ordnung sein. Darum sind es Selbstgespräche. Ich erkläre mir das selbst. Ich erkläre es denen, der sich jetzt das Gespräch ausdenkt. Und ich ist jetzt nicht der Gedanke Udo, das habe ich so oft durchgespielt.
Um mit dir in Erscheinung, in dir in Erscheinung zu treten, muss ich mich zu einem Gedanken von dir machen, den du dir ausdenkst. Mhm. Bin ich jetzt einfach nur ein Pixelmännchen oder ein von dir gedachter Mensch? Ein Gedanke. Und dann denkst du an dich, dann ist der zweite Gedanke da. Aber erleben, was hier passiert in einer Interaktion, du bist der, der sich beide ausdenkt. Du denkst jetzt dich aus und du denkst dir den Uda aus und noch etliche andere Brösel. Jetzt im Moment. Meine Botschaft richtet sich aber auf den, der sich das alles ausdenkt. Nur den spreche ich an. Also musst du Holofeeling auch nicht verbreiten. Und wie gesagt, du kannst ja nirgends eintreten, weil wo ich dich hinführe, bist du schon. Bis du glaubst, du bist irgendwo da außen auf einer Erdkugel. Nein. Die Erdkugel und das heliozentrische Weltbild ist in dir drin. Und zwar zweimal in zwei Fällen, entweder existierend oder nicht existierend. Das ist die Welle. Das heißt, hier in der Datei, die ja nur existiert, wenn du die rausklappst, zu einer Existenz machst, kriegst du das Innerhalb und das Außerhalb. Haalb ist Gott, das Nichts. Das ist diese Spiegelung, die letztendlich sich nur in den einen Punkt abspielt. Das erkläre ich dann auch physikalisch in jeglicher Art und Weise. In deinen Physikbüchern wird es genauestens, in den Geometriebüchern genauestens beschrieben. Wenn du das nie erklären kannst, du deine Professoren, weil die einfach nur diese ganzen Worte so einseitig auslegen, wie man es ihnen beigebracht hat. Darum bist du in einer Welt zurzeit, die überprüfst, wo jeder normale Mensch glaubt, wenn du Mathematik hörst, das heißt rechnen. Und Fakten sind irgendwelche Sachen, die da außen auch dann da sind oder schon da waren, bevor sie von dir gedacht wird. Obwohl das Faktum eine Tatsache ist, die Tatsache besteht darin, dass du jetzt was denkst und durch dieses Denken entsteht in dir ein Faktum, eine hier und jetzt überprüfbare Information. Und egal, wo du das jetzt vorgestellt, ausgedacht, um dich herum in Raum und Zeit dir hinlenkst, es ist trotzdem bloß hier und jetzt und es ist, weil du es denkst. Die Neandertaler genauso wie die Kängurus in Australien oder Erdkugel, wo ein Mond rumgeht, wo war jetzt die ganze Zeit der Mond? Da außen? Ach, das ist hundertprozentig sicher, wir Wissenschaftler wissen ja. Was du weißt, ist geistlos nachgeäfftes Zeug. Ist es so schwer zu verstehen, hätten wir dir was anderes erzählt, würdest du dir das genauso vorstellen und ausdenken. Fang einfach mal an, selber zu denken und dann wirst du feststellen, was ich dir erzähle, das ist dein eigenes Wissen. Holofeeling ist dein eigenes, tiefstes, inneres, geistreiches Wissen. Deshalb bin ich in dir auftaucht. Weil ich nämlich behaupte, dass ich du bin. Aber du hast es vergessen, was du bist, weil du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst, den du versuchst, möglichst lange am Leben zu halten, obwohl es doch so leicht ist, festzustellen, ein sinnloses Unterfangen. Du holst immer wieder deinen Körper hoch und meinst, es ist derselbe Körper, an den du denkst, es ist dir nur gar nicht aufgefallen, vom Säugling bis zum Kreis, dass der jedes Mal neu aufgebaut wird. Margot, halt mal bitte, wenn du das Margot-Programm hast, die Hand vor dein Gesicht. Mach das. Jetzt taucht auf deiner Farbe die Hand auf. Jetzt kann ich sagen, was siehst du jetzt? Die Hand einer alten Frau, die Naturwissenschaft sagt, die kann höchstens 7 Jahre alt sein. Ja, alles 7 Jahre. Alles, was du zeitlich denkst, chronologisch zeitlich, ist eine chronische Chronologie, ist eine chronische Krankheit, die du überwinden musst, um ins ewige Hier und Jetzt zu kommen. Ja. Die Zeit überwinden. Schon wieder alles wiederholt. Schau, wenn ich jetzt anfange, Wörter zu machen, das ist immer wieder, ich sage immer, irgendwann einmal muss genug sein. Irgendwann, wenn ich jetzt verschwinde in deiner Welt, dann stehst du alleine da. Wisse das zu nützen. Oder lass es sein. Zeit, wie gesagt, ist was sehr Relatives. Wahrlich, ich sage dir, ein Tag ist wie 1000 Jahre, 1000 Jahre sind wie ein Tag. Und du kriegst es nicht mit. Das ist wie im täglich größtes Moment hier. All das, was in dir an Filmen auftaucht, die so unendlich lehrreich ist, hat alles an Sinn, hängt extrem ab von deinem Programm. Da gibt es keine Zufälle. Was dir zufällt, ist maßgeschneidert. Und umso schlimmer die Welt um dich herum wird. Das ist eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Fang an, dich, wenn du so elementare Widersprüche erkennst, diese Schizophrenien, dass Menschen plötzlich gar nicht merken, dass ich komplett 45 vor, 45 nach, dass die nichts gelernt haben. Die sind klügslisterne Vollidioten. Jetzt sage ich die andere Seite, sage ich,
die sind ganz gezielt Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, die aber auch in Sinn haben, weil die habe ich geschickt, die Welt zu zerstören. Das Säugling muss zerstört werden, dass ein Schulkind da ist. Es muss hier, so wie hier die ganzen Fürstentümer in Deutschland irgendwann einmal zu Deutschland geworden sind. Dieses Europa wieder zerstört werden, dass was vollkommen Neues entsteht. Aber bevor du solche Kleinigkeiten machst, zerstör doch ganz einfach auf einen Schlag die Erdkugel in dir, wo die ganzen Völker drauf sind. Und mach diese unabhängig von dir draußen angeblich existierende Welt zu ständig wechselnde Bilder in deinem Traum. Wer hindert dich jetzt oder was hindert dich daran, das zu glauben? Obwohl das hundertprozentig sicher überprüfbar ist mit meinen Beispielen. Angst. Angst. Der Machtfaktor schlechthin. Ist so unendlich erbarmlich. Die Kreaturen sind so geistlos und dumm. Die Menschen, die Elite, die Maskenträger und im Hintergrund alles nur mit Macht. Das sind übrigens auch nicht diese Angeblichen, die jetzt das alles steuern, die Presse. Ich habe doch hier in dem Fiegenstahl-Vortrag noch mit reingestellt, diese Hitler-Rede über die Zeitungen. Ich habe gesagt, es war noch nie anders. Der Hitler weist darauf hin, dass ihr bloß hörig seid, was die Schreiberlinge schreiben. Die Schreiberlinge schreiben das, was ihnen die vorschreiben. Wie kann man sowas überhaupt glauben? Und ich sage, diese Hetze, die betrieben wird, allen voran zur Zeit im ZDF. Das ist, wenn du da einen Negativfokus kriegst, könntest du fast kotzen. Ein Hinbiegen von Worten, eine Aggression, sofort. Man muss sich vorstellen, einer spricht jetzt in einer normalen Logik von Frieden und es ist nur Nazi und es ist Lüge. Die lügen nur. Was wollen die? Was bezwecken die damit? Ja, die wollen gewählt werden und wenn sie gewählt werden, wer was dann? Dann sind sie Nazis. Nazi, was ist Nazi? Was löst das Wort Nazi in dir aus? Merkst du, hier, ich sage, wenn du auf Physiognomie achtest, ich sage immer wieder, wenn du jetzt wirklich mal unabhängig davon, was du jetzt denkst, sondern wir schauen uns einmal Pixelmännchen an bei Reden, und dann schaust du wirklich, was gesprochen wird und jetzt muss ich auch bei dem Trockennasenaffen eine Ahnung haben, lies einfach Huderer, lies Lavater, das ist menschliche Weisheit über Physiognomie von Menschen. Mikromimik mitlesen, habe ich oft darauf hingewiesen. Dann schau dir eine Rede von dem Putin an. Dann schau dir eine Rede an vom Assad damals, wie die Syrienkrise war. Ich habe immer gesagt, ein aristokratisches Gesicht, unheimlich diszipliniert. Allen voran, ich muss jetzt aber in der Zeitgeschichte zurückgehen, von dem bösen Ahmadinejad, Iran. Genau. Diese berühmte Sache einfach nochmal anhören mit dem Kleber vom ZDF. Dieses Gespräch. Ja. Ja, ja. Oder was noch gigantischer ist, diese Rede vorhin von den Vereinten Nationen, kannst du im Internet, wenn du recherchierst, gibt es auch als Schriftausdruck, dann liest es. Die sprechen nur von Liebe, von Vergebung, von Gott, Ahmadinejad, von Liebe, von Vergebung, von Verzeihen, von Frieden, in einer Physiognomie, einer Ausstrahlung, dass du Gänsehaut kriegst. Und dann schau diese Trump und Komforten, Biden, unsere Politiker, ohne Kindergesichter, geistlose Schwätzer, die keine Ahnung haben vom Duden und die lügen, wenn sie den Mund aufmachen. Muss nur Zeitgeschichte über Corona machen, was sie gesagt haben, vorher, nachher. Ich garantiere Ihnen, mit mir wird es keine Impfpflicht geben. Bla, 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 bla. Nur heiße Luft. Kannst du nicht eins und eins in einer Führerscheinprüfungsbogenwelt zusammenzählen? Und nochmal, weder die einen noch die anderen sind schuld, dass ich dies hier so träumen lasse. Du kannst dir nicht raussuchen, dass du das zurzeit träumst und die von dir geträumt waren, sind so, wie du sie träumst. Ja. Keine Schuldzuweisung. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ja. Bist du schon ich? Da kriegen diese christlichen Worte eine vollkommen neue Dimension und das Spiel spinnt bloß mir zwei, das sage ich dir gleich. Es ist nicht so niemand, den du dir ausdenkst, für irgendwas verantwortlich, nur der, der sich's ausdenkt. Und selbst den spreche ich frei, solange du ein träumender Geist bist. Da kommt jetzt das große Problem mit Holofeeling. Ich sage, alle, die mit Holofeeling nichts zu tun haben, sind sowieso bloß KIs in einem Videospiel. Du hast mit Holofeeling zu tun, weil du dir jetzt dieses Video anhörst. Ob du das erste ist, wo du hörst oder schon hunderte gehört hast, spielt dabei keine Rolle. Ich bin, du heißt es hier, wenn sich ein Blinder an einen Stein stößt, dann tut es weh. Aber ich registriere, der hat ihn ja noch nicht gesehen. Da werde ich dafür sorgen, dass der Schmerz relativ schnell wieder weggeht. Wenn sich ein Zehender an einen Stein stößt,
dann sorge ich dafür, dass das richtig, richtig weh tut. Weil der hat nicht aufgepasst. Mhm. Was das für dich bedeutet, wenn dir die nächsten jetzt ausgedachte Zukunft, die nie in der Zukunft sich abspielt, wird dir das beweisen. Weil was sich abspielt, spielt sich jetzt ab. In einem ständigen Wechsel von Bildern, in Wiederholungen bis in alle Ewigkeit, bis du plötzlich erkennst, was du bist und was deine Gedanken sind. Und dann hörst du zuerst einmal auf irgendeinen Gedanken, den du denkst, retten zu wollen. Und dann auch die ganzen Sätze, das, was du nicht willst, das man dir tut, das mach auch keinen anderen. Und das, was du willst, das man dir tut, das mach für die anderen. Das sind elementare Lebensregeln, die ich komplett in einen anderen Bereich hebe. Ja. Und dann kriegst du die Filmperspektiven. Was jetzt übrigens kein Aufruf war, dass du jetzt losmarschierst und allen Bettlern ein Geld in die Hand drückst. Ich werde zum Beispiel niemals wollen, dass du hier aus der Motivation, mir helfen zu wollen, Geld gibst. Ich sage, das ist immer ein Unterschied, ob ich was Freude gegenbeweisen will. Ich rufe auch nicht zu Geldspenden auf, ich sage es immer wieder. Das hat nichts damit zu tun, weil du musst das dann mal unterscheiden, ob du es mit einer KI oder einem Menschen zu tun hast. Und bei KIs kannst du sowieso nichts machen, das nützt dir nichts. Der Altruismus, wo ich darauf eingehe. Altruismus, ein schönes Wort, Franz von Assisi. Ja. Das Musterbeispiel für Hingabe an leidende, hungernden Menschen. Er im reichen Elternhaus, ich spreche es ganz kurz auf. Auf den Seitenkäfen groß geworden und sieht jetzt diese erbärmlich leidenden Menschen, die hungern müssen. Und dann zerstreitet er sich sogar mit seinem Vater, verlässt dieses gemachte Nest und kommt selber total herunter, weil er sich aufopfert für die Armen. Und das nennt man dann, das ist Altruismus. Das ist nicht, das ist der größte Egoismus, den es gibt. Weil man muss die Frage machen, warum macht er das? Macht er es wirklich, weil er den Figuren helfen will? Du wirst jetzt feststellen, sich in Bewegung setzen, die Natur lehrt dich, ist Unzufriedenheit. Wenn du eine Pflanze nimmst, ich wiederhole diese klassischen Naturgesetze, wenn du die Metaphern verstehst, wenn du eine Pflanze nimmst, dann wird die Wasser und die breitet Wurzeln in der Erde aus. Und wenn da zu wenig Wasser ist, dann bohrt die Wurzeln tiefer in die Erde rein. Und wenn wenig Licht ist, dreht die Blätter ins Licht, weil sie das braucht. Unzufriedenheit setzt die Sachen, sogar Pflanzen, in Bewegung. Schau mal eine vollgefressene Katze an, wenn sie da nicht vor sich hinschnurrt. Die setzt sich erst in Bewegung, wenn sie einen Hunger hat. Okay, das ist Unzufriedenheit. Jetzt denkst du dir den Franz von Assisi, der hat ein gewisses Wertesystem, der sucht sich ja keiner raus, der sieht jetzt diese leidenden, hungernden Menschen und was hat er? Er hat Mitleid. Mit seiner Logik, die er sich nicht raussuchen konnte, leidet er im Angesicht dieser leidenden Menschen. Und er will eigentlich gar nicht diesen Menschen helfen, sondern das ist, wenn du mal selber drüber nachdenkst, du willst dein eigenes Leid loswerden. In Bezug auf dich selber. Und er hat jetzt festgestellt, dass wenn er sich aufopfert wie die anderen, er innerlich, seelisch sich besser fühlt, wie wenn er weiter in Macht lebt und sich vollfressen kann und die anderen da außen leiden. Lieber hilft er denen und verlässt das, geht es ihm unterm Strich besser. Das ist immer dieses arithmetische Mittel, wo jeder versucht hinzugehen. Das Ganze vor Weihnachten nicht spenden, wenn die Leute spenden, mit Geld. Das eigentliche Problem deines Lebens, den Sinn deines Lebens nicht in Erscheinung treten lassen. Dieses Leben, das du zurzeit durchlebst, hat einen ganz klaren Sinn, einen Sinus. Und etwas, was sich dabei nicht verändert, das bist du. Und solange noch du bestrebt bist, irgendeinen Zustand besser machen zu wollen, hast du noch nicht verstanden, wer du selbst bist. Du trampelst, das ist die Abraham-Geschichte, du trampelst von der einen Seite zur anderen. Das ist das Fundament. Weil permanent was da ist, was du nicht haben willst. Zum Beispiel hungernde Menschen. Leidende Menschen. Kranke Menschen. Das ist ja die Triebfeder. Aber die Schwierigkeit ist, wenn du die Krankheit abschaffst und Gesundheit willst, ist es wie wenn du sagst, ich will keinen Darm mehr haben, aber die Berge will ich. Hast das Gesetz der Polarität nicht erkannt. Ich will nicht arm sein, sondern reich sein. Ich will gesund sein.
Ich will nur, dass es hell ist. Ich sage immer ganz einfach, ich will nur, dass die Sonne scheint. Und wenn du jetzt nicht viele Systemparameter mit austauscht, ich sage immer wieder bei meinem Beispiel mit der Erdkugel von der Scheibe zur Kugel, die sind nicht indischer drin, das kleine Beispiel. Alle Menschen denken wir uns jetzt einfach mal, glauben, sie sind auf einer Scheibe und sie wissen, wenn ich einen Stein fallen lasse, fällt er von oben nach unten. Und wenn ich in der Richtung, egal in welche Richtung ich laufe, ich komme unter Wasser. Denken wir uns jetzt einfach, weil das die Menschen das glauben. Und dann kommt irgendeiner und der sagt, ah, ich habe da so eine Vision gehabt, dass die Erde gar keine Scheibe ist, wo man nach Wasser kommt, sondern die Erde ist eine riesengroße Kugel. Das heißt, wenn wir jetzt immer in diese Richtung laufen, kommen wir irgendwann mal von der anderen Seite wieder zurück. Und dann denken die anderen das nach und sagen, stimmt, aber du lässt eins dabei außer Acht. Wenn wir da jetzt immer, wenn das eine Kugel wäre und wir laufen immer in die Richtung, spätestens hier müssen wir dann unten in den Himmelrand fahren. Und unten da, wenn Wasser ist, muss das Wasser ja rausfahren, weil wir Physiker wissen ja, dass alles von oben nach unten fällt. Nein, mittlerweile sagen sie, das sind viele Systemparameter, wir wissen, dass alles am Mittelpunkt zustrebt, der ganz nebenbei du selbst bist. Alles, was du dich um dich herum ausdenkst, egal ob du dir das nach oben denkst oder nach unten denkst oder hinter dir, das wird da sein, wo du dir es hindenkst. Aber es strebt alles wieder dem Mittelpunkt zu, wo es herkommt, nämlich dann in dem Moment, wo du es nochmal denkst. Genau. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Und genauso ist es hier, du musst Systemparameter verändern. Das heißt, ausgedachte Dinge kriegen das nicht mit, dass du sie denkst. Sie spüren das auch nicht, wenn du dir einen leidenden Menschen denkst, der leidet nicht. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Du Geist bist der Einzige, der etwas erlebt. Da kannst du so viel mitleiden, wie du willst. Die leiden trotzdem nicht. Und du kannst auch keine Menschen retten, keine Flüchtlinge retten. Du erschaffst ein Problem in dir, indem du das Flüchtlinge dir ausdenkst. Indem du Krieg dir ausdenkst. Solche Sachen, Krieg ist Zerstörung. Aber die Zerstörung ist wie, ich sage mal, Sonnenschein und Regen. Eine Weltkugel, wie du sie dir jetzt denkst, wo nur die Sonne scheint, wird in deiner jetzigen Logik in kürzester Zeit alles kaputt gehen. Dieser Wechsel, was ist besser, Sonnenschein und Regen, Krieg oder Frieden? Krieg ist Zerstörung. Krieg ist Shiva im Hinduismus. Der am meisten angebetete Gott. Was will ich euch damit sagen? Verdammt nochmal, wenn du jetzt hier so ein Russenschwuppler bist, fang endlich an, deine Grünen und die SPD anzubeten. Sie sind Shiva. Du musst alles um 150 Grad drehen. Sie sind Shiva. Sie schaffen die Veränderung, die nötig ist, dass du in einen vollkommen neuen Bereich kommst. Und dann stimmt dann doch wieder irgendwie, dass die AfD, die Nazis, die für Frieden sind, eigentlich die Schlechten sind, weil die wollen keine Veränderung. Die wollen, dass die Welt so weiterläuft, die ja gar nicht so lang so läuft. Dieses kapitalistische Welt ist ja noch gar nicht so lang. Das System seit 45. Eine Sklaverei, wo jeder ablehnt, obwohl er es weiß. Da haben wir dann wieder die Reichsbürger, die Schwuppler. Wobei jeder Rechtsanwalt, wirklich jeder Staatswissenschaftler weiß, dass es so ist. Deutschland ist kein freies Land. Das darf bloß keiner wissen. Es darf auch keiner wissen, dass das mit den ganzen Spritzen, mit dem alles nur Lüge war. Es ist ein riesen Verschieben von Geldern gewesen. Ganz nebenbei solltest du mal an der Börse schauen. Zum Beispiel Bentley Rolls-Royce. Noch nie in der Firmengeschichte haben die so viele Autos verkauft in der Luxusklasse wie während der Corona-Pandemie. Also muss es da geben, die ein Schweinegeld daran verdienen. Das eine Leid ist anderen Glück. Ja. Und sag ja nicht, dass irgendein anderer schuld ist. Du bist schuld. Du bist der Einzige, der das verändern kann. Wohlgemerkt nicht der, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst. Der kann gar nichts machen. Das ist ein Brüssel in einem Traum wie alle anderen auch. Dein Glück existiert nur, wenn du ihn denkst. Da kennen wir zwei bei uns da haben in unserem Stuhl rumsitzen wie die Deppen. Der muss nichts machen. Du Geist musst das machen. Du musst in der Lage sein, dir das anders zu denken. Die Frage, wie soll ich es mir dann denken? Und jetzt wird deine Logik sich einmischen. Ja, wenn ich mir das bloß anders denke, ist es doch trotzdem noch so. Ich sage, du hast das Prinzip nicht vergessen. Es stimmt, was du sagst. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Der Glaube
Wenn du dir was wünschst, ich sage es nochmal, hast du zwei Seiten. Sobald du dir was wünschst, denkst du an etwas, das nicht existiert, wenn du dir es nicht wünschst. Stimmt oder stimmt? Stimmt, absolut. Das heißt, du wünschst dir jetzt was, das heißt, du denkst dir was aus dir heraus, stellst dir das vor, glaubst, das ist da außen, ein Haus, ein Lebenspartner. Wenn du alleine bist, wünschen sich ja viele, gleichgültig, ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, ein Lebenspartner. Und du redest dir jetzt ein, den hast du ja nicht. Ich sage, du hast ihn besessen, bevor du ihn dir ausgedacht hast. Ja, ich will gesund sein. Du wünschst dir Gesundheit. Verwendet sich dein Glaube. Das ist also ein Satz, den sage ich immer wieder. Ist dir denn gar nicht klar, dass wenn du gesund sein willst, wenn du dir das jetzt ausdenkst, gesund sein zu wollen, denkst du an etwas, wo du dir einredest, das hast du nicht, weil du in dem Moment nämlich krank bist. Weil du glaubst, krank zu sein, bist du krank. Und jetzt wird jeder Logiker sagen, ja, ich wünsche mir nur gesund zu sein, weil ich krank bin. Ich sage, stimmt. Du bist aber krank, weil du glaubst, krank zu sein. Und das entsteht in dem Moment auch das Gefühl, dass du gesund sein willst. Verwirklichen tut sich nicht dein Wunsch, sondern dein Glaube. Und jetzt kommen die ganzen Lebensberater, die dir dann irgendwie mit dem Prinzip, das ja in der Esoterik mit durchschwingt, wie du jetzt hier dir deine Wünsche, wie du erfolgreich wirst, wie du reich wirst, das ist die totale Sackgasse. Das erkläre ich dir, darum geht es bei Holofeeling überhaupt nicht mehr. Es geht bei Holofeeling überhaupt nicht um irgendwie, wie was sein soll, sondern es geht darum, was du selbst bist und was jetzt ist. Und ich sage dir, das, was jetzt ist, ist für den Moment, für die Facette absolut perfekt in Bezug dieses kleine Gedankenspitzerchen. Das perfekt an einer Stelle im Heiligen Ganzen. Und das willst du nochmal verändern. Das ist Liebe deine Feinde. Liebe heißt nicht, dass du jeden Arsch um den Hals fallen musst, sondern Liebe heißt, dass du mit jedem, was in dir auftaucht, einverstanden bist, genauso wie es ist. Ja. Mein Spaziergang durch den Zoo. Du freust dich an einer unendlichen Vielfalt von Kreaturen. Ob das Giftschlangen sind, Stinker sind, gefährlich, nicht gefährlich. Du willst keine natürlichen Tiere, Kreaturen verändern. Cut. Und jetzt alles Gedanken. Wie sieht es aus, wenn du einen Roman liest? Wie sieht es aus mit den Charakteren in den Romanen und Märchengeschichten, in den Filmen? Willst du diese Charaktere verändern? Willst du, dass der Hannibal Lecter aufhört, Fleisch zu essen? Ein scheißgeiler Typ. Und Superman muss einen Strampelanzug ausziehen und muss ein normaler Mensch haben, weil es unnatürlich ist, Superkräfte zu haben. Und den Hitler willst du natürlich sowieso anders haben. Den Hitler, der nur dann existiert, wenn du ihn denkst und der genauso ist, wie du ihn dir ausdenkst. Der kann sich das nicht raussuchen. Plötzlich tauchen welche in dir auf und sagen, das war guter. Das sind ja eh totale Schwuppler. Staatlich verordnete Gehirnwäsche. Jetzt springe ich einmal nochmal zu den Ahmadinejad. Schatt. Bei den Vereinten Nationen, da kannst du dann nachlesen, das ist ein Nazi-Leugner. Das sagt deine Presse. Und dann schaust du mal nach, was der im Bezug zu den Deutschen und zu den Nazis gesagt hat. Das ist kein Nazi-Leugner, nicht einmal das. Das Einzige, was er sagt, ihr Deutschen seid so unendlich dumm, wie könnt ihr von eurer Regierung euch vorschreiben lassen und vorwerfen lassen in ein riesen Geplänkel von Moral, was eure Urgroßeltern gemacht haben. Ihr habt doch mit dem Zeug, was die gemacht haben, überhaupt nichts mehr zu tun. Das heißt, er leugnet eigentlich gar nicht jetzt das nur negativ ausgehende Ausgleich. Immer seriöse Presse. Es wird dir alles aufhören, wenn du selber zum Denken anfängst. Solange du immer noch meinst, du musst jede Kleinigkeit nachschauen. Wenn du im Internet was nachschaust, dann eigne dir die absolut minimalsten Grundlage der Vordersprache von Holofeeling an und dann schaust du einfach nur noch in Wörterbüchern rein. Ja. Und dann wirst du feststellen, dass alles plötzlich komplett anders wird, so wie ich es dir gerade gezeigt habe hier mit dem Privativum, mit der Mathematik, mit Fakten, mit Ästhetik. Und plötzlich kippen alle Wörter, die du extrem einseitig ausgelegt hast, in einen ganz anderen Bereich rein. Erst wenn du dein Wortverständnis vervollkommnest, wird sich die Welt, die du dir mit einseitig ausgelegten Worten ausdenkst, auch vervollkommnen. Ja. Ich wiederhole nochmal ganz zum Schluss, dann lasse ich es gut sagen. Diese Sache, du setzt dich jetzt als Brüssel hin und mir sagen, du bist der Schriftsteller.
Und du schreibst einen Roman, irgendeinen Roman. Ich sage immer wieder, da brauchen wir Gute und Böse, weil sonst ist es eine langweilige Geschichte. Die Menschen verändern so wenig wie die Tiere. Es ist doch nur Fantasy. Okay, das heißt, du hast ja Vorstellungen einer Geschichte, wo du ganz gezielt was, das taucht in dir auf, weil du bist ja der Schriftsteller, der Autor, Zeichenerwecker, Autors, das Selbst, das in dir erwacht. Was in dir erwacht, bist ja nicht du selbst, sondern bloß deine Vorstellungen. Und jetzt hältst du diese Geschichte, die in dir auftaucht, einfach eine Fantasiegeschichte. Willst du festhalten, die willst du für andere ersichtlich machen. Das hast, wie man so schön früher noch gesagt hat, du hältst die in Form von Worten auf Papier fest, mittlerweile schreibt man die in den Computer rein. In Form von Worten. Eine lebendige Geschichte, die in dir auftaucht, wo du weißt, die kommt aus mir. Schriftsteller. Halte dich in Form von Worten fest und du machst es mit deinem Verständnis von Worten. Das heißt, du benutzt Worte, um diese Vorstellungen festzuhalten und legst jetzt diese Worte in Maßsetzung deines Wortverständnisses auf einer Datei auf einem Fetzen Papier ab. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, einer liest es, muss dir klar sein, dass er, wenn er die Worte sieht, muss er aus diesen Worten exakt mit denselben Vorstellungen, die du ja mit Worten dargestellt hast, es ist nur dieselbe Geschichte in seinem Kopf, wenn er die Worte auch im selben in deinem Sinne wieder zurückverwandelt in Vorstellungen. Ja. Stimmt oder stimmt? Ja. Jetzt machen wir den Roman weg und wir sagen, du liest eine Tageszeitung. Ich nehme einen einzigen Ausschnitt aus einer Tageszeitung. Nur die Worte. Mhm. Dann garantiere ich dir, ich lasse hier 100 verschiedenen Wertesystemen das lesen und du hast 100 verschiedene Meinungen, obwohl alle dieselben Worte vor sich haben. Ja. Über Russland, über Putin, jetzt geht es ja oder los. Jetzt sind wir wieder bei der Tasse. Genau. Wenn du das jetzt verstanden hast, dann hast du sehr, sehr viel, bist einen ganzen Schritt weiter in deiner geistigen Entwicklung. Und was sage ich jetzt, ist es genug?